Was macht ihr hier eigentlich? Pavel macht noch einen Verdauungsspaziergang. Während er isst. Nein, er ist doch noch da, ist alles gut. Er kann an der Sitzung teilnehmen, sein demokratisches Mitbestimmungsrecht wahrnehmen. Das ist super. Die 131. Sitzung der Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Herzlich willkommen. Wir haben wieder wie immer einen Tagesordnungsentwurf, diesmal keinen nicht öffentlichen Teil, das heißt das Abholen von Kindern aus Kitas und andere Verabredungen werden wahrscheinlich stattfinden können, da könnt ihr euch alle drüber freuen. Ich übernehme die Sitzungsleitung, wenn niemand widerspricht, das tut niemand, dann mache ich das. Anwesend sind, wie gesagt, fast alle, außer Gerwald und Susanne, die beide ohne Delegation abwesend sind. Und ich habe zumindest auch keinen gesonderten Entschuldigungsgrund gehört. Deswegen wünschen wir auf jeden Fall mal beiden gute Besserung, weil wir davon ausgehen, dass sie sicherlich krankheitsbedingt fehlen. Die Sprechstunde ist auf montags verlegt seit dieser Woche. Ja. Wir freuen uns sehr, dass die Sprechstunde auf Montag verlegt ist. Insofern besteht die Möglichkeit, dass sie hier ist. Wir können jetzt den Maskenberg bei euch auch wieder zurückgeben. Ja? Richtig. Die Versammlung ist demnach beschlussfähig und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 1.3, Abstimmung über die Tagesordnung. Es gibt noch einen Änderungsantrag unseres lieben parlamentarischen Geschäftsführers, der unter 6.2.1 die Benennung von Mitgliedern... Die Benennung von Mitgliedern für den Ausschuss G13, Codename für G13, einfügen lassen möchte. Das hast du offensichtlich nicht als Wahl klassifiziert. Dann ist das ein Antrag unter 6.2 an das Plenum. Gibt es da Widerspruch? Ist nicht der Fall? Gut, dann machen wir das. Dann habe ich noch folgende, das ist ja eigentlich keine Änderung, aber zumindest Ansagen. Unter Top 10 werden sowohl Phil als auch ich etwas zur Politik sagen. Phil eher so im aktionistischen Bereich und ich so eher parlamentarisch. Die Themen stehen im Pad, da habt ihr sicherlich auch nichts dagegen. Wenn es noch weitere Sachen gibt, dann schreibt sie einfach in den Chat, damit das Protokoll das übertragen kann. Ne? Ihr seid ja alle angemeldet, das heißt identifizierbar. Gut, dann gibt es Widerspruch zu der Tagesordnung mit dem neuen Punkt. Ist nicht der Fall, dann machen wir das so. Ich soll noch mal Bescheid sagen, es steht auch in Zeile 69 im Pad, dass MDAs, also auch und selbst MDAs, nicht selbstständig in das Pad schreiben sollen. Das verwirrt unter anderem mich. Und wenn ich verwirrt bin, dann ist das doof. Zumindest für mich. Deswegen macht das bitte nicht. Dann unter 1.5 Finanzen, die werden nachgetragen. Ja, unser lieber PGF trägt sie nach. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2.2.1, Beschlussprotokoll der letzten Fraktionssitzung vom 3.3.2015. Gibt es Anmerkungen zu diesem Protokoll, das euch vorliegt? Ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür? Ihr habt, jetzt mache ich nochmal kurz eine Pause, bis alle sich ein Bömmelchen geholt haben. Auch der Kollege Morlang, der Kollege Kowalewski, der Kollege Herberg, der Kollege Spieß und der Kollege Baum. Herr Morlang meldet Bedarf an einer Bällchenkombination. So, dann setze ich die Sitzung fort und wir kommen zur Abstimmung über das letzte Beschlussprotokoll. Wer ist dafür bzw. dagegen, das anzunehmen? Das ist einstimmig dafür bei Enthaltung von Herrn Baum, Herrn Spieß, Herrn Morlang, Herrn Kowalewski, Herrn Magalski und Herrn Pries. Vielen Dank. Damit ist es angenommen. Auch noch dazu sagen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3, aktuelle Viertelstunde mit Gästen. Wir haben heute Gäste hier. Ein Gast hat sich vorher angemeldet, der bekommt den Vortritt. Das ist Jan. Jan, komm ran. Das war nicht beabsichtigt. Was? Zum Thema Mauerpark. Ist jetzt nicht tagesordnungsrelevant. Aktuelle Viertelstunde, du hast eine Viertelstunde.
Ja, viele haben das ja sicherlich schon mitgekriegt. In der letzten Woche gab es ja die Entscheidung, dass das Bebauungsplanverfahren zum Mauerpark der Senat an sich gezogen hat. Somit wird der Bebauungsplan hier im Abgeordnetenhaus diskutiert werden und auch abgestimmt werden. Insofern denke ich, ist es schon ganz sinnvoll, sich hier auch noch mal so in Erinnerung zu rufen. Wir haben in unserem Landeswahlprogramm den Mauerpark auch drinstehen und haben dazu Aussagen getätigt. Und insofern wäre es schon ganz gut, wenn wir hierzu auch eine klare Position vertreten und uns hierzu auch äußern. Vielleicht noch mal aus der Sicht von Pankow. Wir haben ja als Nachbarbezirk direkt angrenzend an dieses Gelände auch einen Bebauungsplan aufgestellt, wo wir bestimmte Richtlinien sozusagen schon, die uns wichtig waren, auch hervorgehoben haben. Unter anderem haben wir ein Lärmgutachten machen lassen, was den Bereich des Basketballfeldes vor dem Moritzhof betrifft, wie viel Lautstärke davon ausgeht und dass diese Lautstärke Berücksichtigung finden muss bei der Bebauung. Ich weise darauf hin, dass ich auch leicht abzulenken bin, wenn neben mir geredet wird. Also ich würde aber gerne dem Jan zuhören. Danke. Jan. Ja, also wie gesagt, dieser Bebauungsplan, wir haben dieses Lärmgutachten halt aufgenommen in den Bebauungsplan und wir haben in diesem Bebauungsplan halt auch mit reingeschrieben, dass aufgrund dieser Tätigkeit auf der Seite des Moritzhofes durch dieses Basketballfeld sozusagen gewisser Lärm auch ausgeht und dass das bei der Bebauung also berücksichtigt werden sollte, dass halt der Abstand zu dem Moritzhof dementsprechend so ausgestaltet wird, dass es, dass die Anwohner, die dann dort zukünftig wohnen werden, von dem Lärm nicht so belästigt werden und dass es dort keine großen Lärmbelästigungen in dem Sinne, also dass man das schon bei der Bebauung sozusagen berücksichtigt. Das war von Pankower Sicht aus wichtig. Von Pankower Sicht haben wir auch entschieden, dass es keine Zuwegung, keine direkte Autozuwegung zu diesem Bereich geben soll, um eben die Gleimstraße und den Schweter Steg dort auch entsprechend verkehrlich zu beruhigen. Also aus Bezirkssicht kann ich dazu vielleicht auch nochmal sagen, dass wir eine so dichte Bebauung, wie sie jetzt vorgesehen ist, eher ablehnen und auch nicht sehen, wie die verkehrliche Anbindung hier gewährleistet werden kann mit so viel Verkehr, was das dann produzieren würde. Also das sind von Pankower Sicht die Schwierigkeiten, die da so zu berücksichtigen sind und generell sind wir natürlich auch nicht gerade so erbaut darüber, dass dieses Bürgerbegehren jetzt dadurch nicht mehr stattfinden kann, weil das natürlich auch immer ein Ziel von uns ist, Bürgerbeteiligung zu gewährleisten. Ja, das vielleicht erstmal dazu. Okay, erstmal vielen Dank von meiner Seite. Ihr dürft euch gerne melden. Heiko hat das vorbildlicherweise getan. Ein, zwei Sätze, bis zum Schluss jetzt noch auf tatsächlich inhaltliche Kritik an den derzeitigen Bebauungsplan gekommen. Vielen Dank dafür. Du bist der Erste, der mit mir darüber redet, der inhaltlich etwas beizutragen hat und nicht nur formal kritisiert, was da passiert. Was die Bürgerbeteiligung angeht, ja, wir sind immer für Bürgerbeteiligung. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das, was wir Volksbegehren nennen auf bezirklicher Ebene, tatsächlich den Charakter einer Bürgerbeteiligung entspricht, insbesondere wenn es um komplexe Sachverhalte geht. Das zum einen, das ist natürlich nicht schön, dass dann der Geisel sagt, ich ziehe das an mich. Allerdings mache ich mir jetzt sehr unbeliebt. Kann ich total gut verstehen, dass er das tut. Weil es gibt seit 10 Jahren an diesem mit diesem komischen Stück Grün Probleme und Bürgerbeteiligung, Diskussionen ohne Ende.
Ich weiß nicht, wievielte Version eines Bebauungsplans das jetzt ist. Also es geht in die Dutzende. Und von den ersten Plänen, die ich gesehen habe, über verschiedene andere Versionen, ist das, was jetzt da gerade da ist, das, was am weitesten in die Richtung mehr Grün, Erhalt Mauersegler, Erhalt Flohmarkt, Ausbau der Grünfläche, Verbesserung der Natur am Park, Lärmschutz für gerade die Mitteseite und so weiter geht. Insofern kann man inhaltlich wirklich nicht viel dran meckern. Ich finde es okay, dass es Kreise in dieser Stadt gibt, die sagen, jetzt ist auch mal gut mit Bürgerbeteiligung, lass uns dieses Kapitel endlich mal abschließen, weil sonst bauen wir da nie was hin. Oder bauen den Park aus, um das so zu argumentieren. Ich finde gut, dass du angesprochen hast, die verkehrliche Situation, da müsste man sich nochmal drüber informieren. Ich habe nicht ganz verstanden, ob die Frage Moritzhof jetzt geklärt ist in eurem Sinne, weil ich habe den Eindruck gehabt, dass der Moritzhof, der beschwert sich weniger über den Lärmschutz, der beschwert sich eher darüber, dass er wenig Platz haben wird oder Angst hat, dass er dann gar nicht mehr da sein wird. Mietsteigerung, naja, an sich dann auch einfach, weil die Fläche für was anderes verwendet werden soll, also für allgemein Erholungsfläche wahrscheinlich oder sowas. Kannst du gleich was noch zu sagen? Ich würde ansonsten erstmal Heiko, dann Wolfram, dann Phil dran nehmen. Okay? Dann Heiko. Ich will nur kurz zum Prozedere sagen, dass ihr im Bezirk zu den Bebauungsplänen mitsprecht, liegt daran, dass ihr kein Gesetzgebungsorgan seid, sondern Teil der Exekutive. Und ja. Es ist jetzt aber nicht so, dass, weil der Senat es an sich gezogen hat, dass wir im Abgeordnetenhaus darüber jetzt reden würden oder darüber abstimmen würden, sondern das bleibt in der exekutiven Ebene und das macht der Senat komplett alleine und wir haben überhaupt keine, also rein juristisch keine einzige Möglichkeit, irgendetwas zu tun, was einen bindenden Charakter gegenüber dem Senat hätte, sondern das ist jetzt einzig und allein die Entscheidung des Senats, dort irgendwas zu machen. Wir können hier Anträge beschließen, wo dann drin steht, der Senat wird aufgefordert, da muss er sich aber auch nicht dran halten. Das heißt, dazu müsste man SPD und CDU überzeugen, gegen ihren Senat quasi einen Beschluss zu fassen. Also der Bebauungsplan kommt nicht automatisch hier ins Haus und dann reden wir darüber und dann stimmen wir diesen Bebauungsplan ab, sondern das ist jetzt komplett, also wie ja auch in der, normalerweise macht es die exekutive Ebene auf dem Bezirk und ihr seid mit reingeschaltet, weil ihr Exekutive mit seid, also weil ihr Teil des Bezirksstadtrates und ähnliches seid. Wir sind aber nicht Teil des Exekutive, sondern des Gesetzgebers und von der Exekutive getrennt und dürfen dem da auch nicht reinfuscheln, Gewaltenteilung. Deswegen nur, die Diskussion wird wahrscheinlich auch hier im Plenum ankommen, aber wir werden darüber nicht abstimmen. Wir werden diesen Bebauungsplan auch hier jetzt nicht hier, wir ändern jetzt mit Kraftsuppe des Hauses, auch nicht, wenn die Mehrheit es will, dann sagt ihr dem Senat, dass sie das anders machen soll. Aber der hat sich das jetzt an sich gezogen, der will das jetzt auslegen und der wird das jetzt wahrscheinlich auch mit, ähnlich so wie es jetzt ist, so einigermaßen, gehe ich mal davon aus, auch so machen, weil wahrscheinlich schon wieder irgendwelche Sachen unterschrieben worden sind, wie ja auch schon mal vor ein paar Jahren, als es darum ging, dass diese grüne Nummer hier zufälligerweise veröffentlicht wurde und damals schon die Verträge dann öffentlich gemacht worden sind. Wahrscheinlich ist da schon wieder dem einen schon was versprochen worden und wenn man da, wenn der Senat jetzt wieder zurücksteckt, dann gibt es wieder Entschädigungsansprüche und was ich was und wahrscheinlich haben die sich jetzt irgendwo geeinigt und gesagt, wir machen das jetzt so. Und die zieht das an sich und neuer Senator und neuer Bürgermeister und wir sind jetzt hart. Und das ist ja nicht das Einzige, sondern die wollen das ja stadtweit im Prinzip jetzt durchziehen. Oben in Pankow ist ja auch hier Buch die Ecke, wo sie da auch nochmal ran wollen. Also ich gehe davon aus, dass es quasi so der große Schlag einmal ins Riesenbienennest drin ist, um diese ganzen restlichen Nester auch noch gleich mit platt zu machen und zu sagen, wenn uns die Exekutive und Ebene unten, also die BVV, nicht das machen, was wir wollen, dann ziehen wir das halt alles an uns, weil wir sind die Kommune ist das Land. Dass ihr da unten spielen dürft, ist ja quasi nur so ein kleines Gimmick. Und wenn ihr nicht das tut, was wir haben wollen, dann machen wir es halt einfach selber. Also wir stimmen darüber nicht ab. Super. Also nicht, aber danke für die Erklärung. Wolfram. Ja. Also Martin, muss ich mich entschuldigen bei dir. Dein Einwurf hat mich jetzt ein bisschen zum Widerspruch hier oder zum Debattenbeitrag verleitet. Du hattest ja gesagt, dass es im Grunde schon so ein bisschen Kompromissvorschlag ist gegenüber der deutlich intensiveren Bebauung, die da zu früheren Zeitpunkten schon mal geplant wäre. Aber das ist natürlich auch ein bisschen ein Irrweg oder man muss es ein bisschen kritisch betrachten, denn es öffnet ja eigentlich
dem einen Verfahrensweg alle Türe, dass man erstmal sagt, ja, alles zubauen, alles intensiv zubauen und dann geht man so ein paar Schritte zurück und sagt, das ist jetzt ein Kompromissvorschlag und wir wollen ja gar nicht mehr so intensiv das alles zubauen. Das hat auch schon beim Tempelhofer Feld in ähnlicher Weise stattgefunden. Auch da war der letzte Masterplan, der dann abgelehnt worden ist, per Volksentscheid, eigentlich so ein Kompromissvorschlag, wo man gesagt hat, ja, in der Mitte wird ja nichts gebaut und da lässt man das Feld frei und so weiter. Aber das ist natürlich nur so ein erstmal Eckpunkte setzen und dann langsam so ein bisschen sich zurückziehen auf Kompromissvorschläge. Das ist natürlich eine Taktik, die nicht so gut funktioniert. Und rein sachlich ist der Bebauungsplan nach wie vor immer noch schlecht. Auch dadurch, dass eben die Bebauung dort auf einem relativ kleinen Grundstück umso intensiver jetzt hochgezogen wird. Und die Verkehrserschließung ist natürlich auch, weil es ein Streitthema zwischen zwei benachbarten Bezirken ist dort sehr schlecht gelöst, weil das Gelände lässt sich eigentlich auf Mittelgebiet gar nicht so richtig gut erschließen und die Lösung, die da vorgeschlagen ist, ist also hochgradig fragwürdig, ob das überhaupt so funktionieren wird und da muss man noch mal ganz genau drauf achten und das Letzte, auch der Bebauungsplan, so wie er jetzt ist, ist zumindest aus meiner Sicht, verstößt eigentlich gegen den Flächennutzungsplan, so wie er bis jetzt beschlossen ist, weil da ist ein Grünstreifen entlang der Bahn eigentlich vorgesehen. Ich hatte das auch zu früheren Zeiten schon mal nachgefragt, wie das eigentlich damit ist und dann kam dann so die Antwort, naja, der Flächennutzungsplan ist ja nicht grundstücksscharf, aber so wie das jetzt bis an die Bahn raus bebaut wird und dann höchstens noch neben so einem Trampelpfad ein kleiner Grünstreifen bleibt, das ist natürlich keine Grünverbindung, wie sie in einem Flächennutzungsplan erwähnt werden würde und wenn das so gemacht wird, entspricht das dem derzeit gültigen Flächennutzungsplan nicht. Also auch ist der Bebauungsplan ohnehin aus meiner Sicht rechtlich angreifbar, aber das müssen wir dann im weiteren Verfahren noch verfolgen. So, kurze Aufklärung, Phil, dann werde ich noch was sagen, dann hat sich zuerst Alex und dann Gerwald gemeldet, wenn ich es richtig gesehen habe. Gut. Ja, Wolfram hat schon gesagt, der Flächennutzungsplan, der ist jetzt, ja, wird wahrscheinlich nicht mehr den Vorgaben entsprechen, die er hatte. Also es ist also auch aus, also eben auch aus naturschutzfachlicher Sicht schwierig, weil es halt eben wesentlich weniger Grünfläche, also zwischen der Fahrrinne der Ringbahn und der geplanten Bebauung geben wird. Zudem kommt, dass die Frischluftschneise, die durch die Ringbahn kommt, in den Mauerpark im Moment noch frei hineinkommt. Aber wenn wir diese Bebauung haben, wird eben auch die Zufuhr von Frischluft dadurch stark abgeschwächt. Das kann allerdings nicht unser einziges Argument sein, warum wir da weiterhin trotzdem auf Landesebene jetzt, das ist ja ganz klar, dass wir jetzt dafür zuständig sind, die Bezirke können nicht mehr viel machen, trotzdem noch weiter insistieren sollten. Mit welchem Erfolg das letztendlich gekrönt sein wird, ist eine andere Frage. Da gebe ich Heiko natürlich recht, also sie werden uns niederstimmen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir eben sowohl auf bezirklicher Ebene als auch auf Landesebene in unserem Wahlprogramm und Grundsatzprogramm stehen haben, dass wir uns eigentlich für eine Fertigstellung des Mauerparks auch im Sinne der gesamten Fertigstellung mit einsetzen wollen. Das Problem ist leider natürlich, dass der Wohnungsbau dort irgendwie stattfinden muss, weil sonst bekommen wir eben das Geld für die Fertigstellung im Süden nicht, was von der Allianzstiftung ja verwaltet wird. Insofern müssen wir da ja schon natürlich kompromissbereit sein, sind wir auch, aber ohne die entsprechende Bürgerbeteiligung kann das von uns so nicht akzeptiert werden. Der Senat hat jetzt natürlich wieder diesen Trick gemacht, das an sich zu reißen, um eben das Bürgerbegehren, also nicht Volksbegehren, sondern Bürgerbegehren hier auf Bezirksebene nicht zuzulassen. Und insofern müssen wir gucken, wie jetzt beim Bebauungsplan, beim B-Plan-Verfahren auf Landesebene
trotzdem noch die adäquate Bürgerbeteiligung gewährleistet wird. Und das mindestens müssen wir begleiten und das werden wir im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt auch thematisieren und entsprechend dann ja, die Informationen an alle weitergeben und auch hoffen, dass das trotzdem dann eben auch auf Landesebene noch passiert. Ja, vielen Dank. Ich möchte das nochmal klarziehen. Ja, ich begrüße die Entwicklung ausdrücklich, dass es, dass der ursprüngliche Plan, da viel mehr zu bebauen und auch viel mehr in den Süden zu bebauen und halt nicht zu renaturieren und den Mauersegler abzuschaffen und so weiter, gekippt worden ist. Das nennt man Kompromissfindung. Und das ist auch etwas, was sich die Bürgerinitiativen auf die Fahne schreiben können. Das ist super, dass das so funktioniert. Ich weiß nicht, warum du das als was Schlimmes hinstellst, Wolfram. Ich habe den Eindruck, dass insbesondere denen, die jetzt gegen diesen Bebauungsplan sind, nicht ganz klar ist, was sie eigentlich wollen. Ich finde die Bebauung, so wie sie jetzt geplant ist, nicht intensiver, was auch immer das bedeutet, oder schlimmer als das, was vorher da war. Es muss bebaut werden. Das hat Phil gerade ausgeführt. Das ist auch einfach, Heiko hat es mir gerade nochmal im Wahlprogramm gezeigt, vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Bedeutung und gesamtstädtischer Aspekte nicht zu erklären, warum man in dem Teil der Stadt, einer der wenigen Freiflächen, nicht zumindest einen Teil bebaut. Verkehrlich, wie gesagt, habe ich gesagt, ist ein Argument, müssen wir nochmal drauf gucken. Das mit dem Flächennutzungsplan halte ich für ein formelles Argument, das man nutzen kann, wenn man dagegen ist, dass da was hingebaut wird. Ich frage also diejenigen, die jetzt gegen die Bebauung da sind, nochmal mit welchem Ziel? Ja, soll an einzelnen Stellschrauben da was gedreht werden, Schallschutz oder Verkehr? Oder geht es, und so hat sich das im Moment angehört, eher darum, dagegen zu sein und gar nichts zu bebauen, im besten Fall? Wie gesagt, Bürgerbeteiligung. Also so wie wir uns das vorstellen, eine verbindliche Bürgerbeteiligung mit am Ende, also einmal dem Wie-Prozess und dann dem Ob-Prozess, also die Frage einer Ja-Nein-Entscheidung, gäbe es sowieso nicht. Ja? Also gibt es nicht, diese Instrumente gibt es in dieser Stadt nicht, die wir da haben wollen. Und gleichzeitig, das ist störend, und gleichzeitig ist die Diskussion um dieses Stückchen Land 10 Jahre alt und die Leute drumherum haben extrem viel erreicht. Jetzt so zu tun, als wäre das nur ein weiterer Nagel im Sarg der Bürgerbeteiligung und der Initiativen im Land Berlin, das ist einfach schlicht und ergreifend falsch. Damit macht man die Leute klein, damit macht man die Diskussionen klein und damit macht man diesen Kompromiss, den ich für einen Kompromiss halte, der sehr gut ist, ja, bis auf einzelne Argumente, die man nochmal diskutieren kann, macht man den klein und das ist falsch, meiner Meinung nach. Ob da jetzt ein Grünstreifen an der S-Bahn oder nicht ist, ist am Ende des Tages den Leuten völlig egal. Also ganz im Ernst, das glaube ich nicht, dass das irgendjemandem wirklich wichtig ist. Ja. Wenn es dann um verkehrliche Sachen geht, also die Frage, wie kommt man mit dem Fahrrad von Pankow nach Mitte, das ist den Leuten weniger egal, das halte ich auch für ein echtes Argument. Ja. Wie kommt man zu der Kita, die da geplant ist, zu den Seniorenwohnheimen, wie kommt man zu diesen Apartments, ist die Mischung in dem kleinen Quartier, was da entstehen soll, richtig und ist das vernünftig? Darüber kann man gerne diskutieren. Aber jetzt so zu tun, hätte es da keine Bürgerbeteiligung gegeben und dann macht man es sich einfach zu einfach. Man kann das so tun, das machen ja auch die anderen Oppositionsfraktionen, wenn man auf Stimmen 2016 hofft und sich da mit der gebotenen Polemik auch äußern möchte dazu, dann kann man das machen, aber ist meiner Meinung nach nicht ganz sachgerecht. Da finde ich die Argumente, die Jan vorgebracht hat, besser, da können wir uns vielleicht auch drum kümmern, beziehungsweise in der Diskussion auch was einbringen. Jetzt ist Alexander dran und dann ist nee, oder? Doch. Und dann ist Gerald dran, richtig. Ja. Also was ich an dieser Debatte jetzt überhaupt nicht verstehe, ist das Problem mit der intensiven oder verdichteten Bebauung. Mir kam das Gegenteil davon in den Vereinigten Staaten, wo Suburbia so ausufernd ist, dass das nicht mehr zu halten ist inzwischen. Der Flächenbedarf, der dadurch entsteht, dass Menschen wohnen, nimmt zu, je weniger verdichtet die Bebauung ist. Das heißt, die verdichtete Bebauung ist der einzige Weg gegen ausufernde Städte. Es wollen mehr Leute in die Stadt. Das ist ein ganz klarer Trend. Es werden immer weniger, stehen immer weniger Immobilien zur Verfügung in der Stadt. Die Leute ziehen vom Stadtrand wieder rein. Und je
dichter man diese Stadt und diese Flächen bebaut, desto mehr Menschen haben die Möglichkeit, ihrem Wunsch in der Stadt zu wohnen, nachzukommen. Je weniger dicht man das bebaut, desto weniger Menschen können das, sind dann einige Privilegierte und der Rest muss draußen bleiben. Von daher ist es also aus Umweltschutzaspekten, es ist klar, immer für eine verdichtete Bebauung, weil der Flächenbedarf durch Wohnen dadurch abnimmt und mehr Fläche für die Natur zur Verfügung steht, weniger Flächen versiegelt werden. Einer Gegend, gerade Mauerpark, ist ja so, dass da also so viele Verkehrsadern zusammenlaufen, dass man da unglaublich viel noch schaffen kann, ohne dass es überhaupt auffällt. Also what the fuck? Ich meine, warum soll das nicht verdichtet bebaut werden? Es ist ja natürlich, warum sollen weniger Menschen in der Stadt wohnen und mehr Leute halt vor der Stadt wohnen müssen, weil wenige das Privileg haben, dort auf dem ehemaligen Mauerpark dann zu wohnen. Das leuchtet mir nicht ein. Es klingt so, als ob da irgendwie ein paar Privilegierte wohnen sollen und nicht irgendwie viele. Naja, es geht um, also danke für den Beitrag, würde ich nicht kritisieren, es geht um 700 Wohnungen. Also das ist jetzt nicht die Riesen. Ist völlig richtig. So. Du noch klar, natürlich gerne, Finn hatte sich nochmal gemeldet. Vorher würde ich Jan nochmal dran nehmen, aber erstmal Gerwald, bitteschön. Ja, ich denke mal, was in der Diskussion da auch noch ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, das Vorgehen des Senats insgesamt. Wir haben ja nicht nur einen Mauerpark, wir haben das bei den Buckower Feldern hat das auch gemacht, bei den Parks Range will das auch machen, wo ich dann aber mal anmerken möchte, dass bei der Parks Range Diskussion die Bürger und die BVV auf ihrer Ebene relativ konstruktiv gearbeitet haben und da auch eine vernünftige Lösung gefunden hat, die sozusagen mehrheitlich getragen wird, und wenn dann sozusagen hintenrum Roter Senat will das doch an sich reißen, dann ist man auch, wenn man sozusagen konstruktiv gearbeitet hat, dann irgendwie ein bisschen vorm Kopf gestoßen, dass so, was da so mitschwingt. Also ich bin der Meinung, dass man das sozusagen insgesamt, wenn man die Gesamtstadt sieht, im Senat hierzu jetzt nicht so einfach freie Hand geben sollte. Es gibt ja auch sozusagen unter den Stichpunkt politische BVV, dass sozusagen die BVV mal mehr Rechte kriegen soll, gab es ja auch mal eine Diskussion, und hinsichtlich dessen, wie Mitbestimmung geregelt, dass man auch mal die Lücken, die es dem Gesetz dazu gibt, vielleicht mal anfängt aufzuarbeiten, dass es dann auch vernünftig geregelt ist, dass es dann sozusagen Sachen gibt, wenn die Situation sich so und so ergibt, dass dann auch ganz klar definiert ist, wann der Senat dann tatsächlich eingreift, dass er nicht so nach Gefühl, so jetzt greift er ein, jetzt greift er nicht ein, das ist sozusagen eine Art Willkür, die die Menschen so empfinden, das macht die zu Recht auch wütend, kann ich zumindest nachvollziehen. Was halt im Mauerpark-Diskussion auch mitschwingt, zumindest was ich davon mitbekomme, dass halt auch nicht jetzt die Bebauung an sich, sondern sozusagen, was für Wohnungen werden da gebaut? Werden da eher Wohnungen gebaut, wo die Mieten etwas weiter oben angesiedelt sind, oder werden da eher Wohnungen gebaut, wo auch Menschen leben können, die nicht ganz so viel Geld zur Verfügung haben? Das ist, denke ich mal, auch, was die aktuelle Diskussion nochmal ein bisschen angefeuert hat. Ich denke mal, grundsätzlich wird da von den Menschen jetzt keiner wirklich ernsthaft was gegen eine Bebauung haben, aber ich sage sozusagen, ist halt ein bisschen, ich kenne jetzt nur die Parks-Range-Diskussion, die ist halt etwas anders gelaufen und nicht ganz so verhärtet von den Positionen her, wie jetzt das im Mauerpark der Fall war. Vielen Dank. Dann Jan nochmal. Ja, ich würde ganz gern nochmal kurz zu der verkehrlichen Anbindung auch kommen und der Verdichtung. Ich denke, was man gerade bei dem Mauerpark berücksichtigen muss, ist halt, dass es halt eben diese aus der Historie heraus diese Ost-West-Geschichte halt gibt, wo grundsätzlich eben es wenig Querverbindungen zwischen Ost und West gab, weil da halt der Mauerverlauf war. Deswegen die verkehrliche Anbindung durchaus schwierig ist und der S-Bahn-Graben an sich, der da auch noch sozusagen eine Begrenzung herbeiführt, weil man dann sonst erstmal Brücken bauen müsste über diesen S-Bahn-Graben hinweg, um das verkehrlich anzubinden, ist halt eine zusätzliche Erschwerung dieser Anbindung, dieser verkehrlichen Anbindung. Das sollte man vielleicht nochmal auch so, vielleicht wer das die Gegend halt nicht so kennt, das ist halt, glaube ich, schon nochmal eine besondere Situation, in der wir uns da befinden.
Und bei der dichten Bebauung ist es halt auch natürlich das Problem, was eben auch schon angesprochen worden ist, für wen soll dort gebaut werden. Und das soll sozusagen als Lärmschutzwand eher sozusagen die Studentenwohnungen entstehen. Also die Studenten dürfen dann den Lärm der S-Bahn sozusagen abfangen und dahinter soll sozusagen das höhere, hochpreisige Niveau sozusagen entstehen, wo man ja sicherlich drüber nachdenken kann, ob das das ist, was man politisch dort will. So, also weiß, willst du es andersrum machen? Willst du die Wohnung an der S-Bahn teurer verkaufen als die in der Mitte oder vermieten? Nein, aber die Frage ist, Entschuldigung, was für eine Alternative gibt es denn dazu? Das ist ein vollständig sinnvolles Vorgehen. Ich meine, was ist denn unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist herauszufinden, ob der Plan, der da gemacht ist, plausibel und sinnvoll ist und für die Stadt funktionieren kann. Ein Punkt ist, kommen Leute von Ost nach West oder werden sie dadurch gestört? Das ist eine Frage, die man zu bewerten hat. Aber dass Studentenwohnheime an einer S-Bahn gelegen weniger kosten können als die dahinterliegenden eher Richtung Grün- oder Wohnanlage. Entschuldigung, das ist eine Sache, ja, du könntest auch sagen, du machst aus diesem Quartier nur sozialen Wohnungsbau, beziehungsweise, wenn es sowas denn überhaupt gäbe, was den Namen verdient in Berlin, dann hast du aber auch genau das Problem mit der Durchmischung nicht für so ein ganzes neues Quartier. Ja. Insofern, was will man? Ich finde, also ich wollte jetzt nochmal darauf hinweisen, es haben sich jetzt ganz viele Leute gemeldet, wir sind weit über die Viertelstunde hinaus. Ein Satz noch von mir dazu. Ich finde das immer sehr schwierig und es ist im Moment nicht der Punkt erreicht, an dem das notwendig ist, wie zum Beispiel beim Tempo verfällt, dass man allgemein die Unfähigkeit dieses Senats und Berlins allgemein für eine vernünftige Mieten- und Wohnungspolitik zu sorgen, an solchen Projekten festmacht und dann auch noch mit Scheinargumenten, die ehrlicherweise nicht haltbar sind. Ja, also mit irgendwie Bürgerbeteiligung gab es nicht. Wie gesagt, seit 10 Jahren diskutieren die Leute darüber. Das ist egal. Das, was Gerhard gesagt hat bezüglich der Angst, dass das nicht vernünftig bebaut wird, zu einem anderen Preis als irgendwie sinnvoll wäre, die Durchmischung nicht vernünftig läuft, das sind alles vernünftige Kritikpunkte, die aber für die Mieten- und Wohnungspolitik allgemein gelten und nichts mit dem Mauerpark im Speziellen zu tun haben. Okay. Das, so, jetzt, ich muss gleich mal kurz raus, dann würde ich Heiko bitten, das zu übernehmen. Dran ist jetzt, du hast wieder zurückgezogen, dann wäre jetzt Wolfram dran. Gerhard, hattest du dich nochmal gemeldet oder ist das, okay, dann ist nochmal Olli dran nach Wolfram. Wolfram, bitteschön, dann machst du weiter. Ja, ich wollte es jetzt auch nicht auswalzen, wollte eigentlich nur ganz kurz zu Gerhard nochmal sagen. Er hat ja irgendwie bemängelt, dass da so eine Willkürhaltung des Senats ist und nicht keine Kriterien festgelegt sind, ab wann das dem Senat zufällt. Es gibt natürlich eine Festlegung, die wir auch mal im Abgeordnetenhaus beschlossen haben. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Rahmen das stattgefunden hat, aber da ist die Grenze von 500 Wohnungen genannt, die dafür notwendig sind, dass es eine gesamtstädtische Bedeutung hat und dass der Senat das an sich ziehen kann. Also ein Kriterium ist da durchaus benannt und das ist auch hier erfüllt. Das Problematische ist nur, dass das Verfahren beim Mauerpark natürlich sehr viel älter schon ist und eigentlich auf Bezirksebene schon eine ganze Zeit gelaufen ist und angelaufen ist und deswegen das ein bisschen seltsam ist, dass es jetzt plötzlich sich ändert, wo die Zahl der Wohnungen da genauer benannt ist, aber im Prinzip gibt es das Verfahren da schon. Ja, also von mir noch kurz dazu. Erstens, das Geisel, das die ganze Mauerpark-Thematik an sich zieht, ergibt sich ja auch schon ein Stück weit aus der Historie. Ich meine, wie lange und wie viel Theater gab es dadurch, dass die Bezirke Pankow und Mitte sich nicht einig werden konnten? Das hat das Ganze über Jahre verzögert. Und insofern teile ich da auch Martins Argumentation, Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Bezirke hat es zur Genüge gegeben. Insgesamt muss ich sagen, kann ich auch mit diesem Bebauungsplan jetzt gerade besser leben als mit vielen anderen, die wir davor vom Mauerpark gesehen haben, dass der Flohmarkt erhalten bleibt, dass auch zu einem großen Teil der Bauernhof erhalten bleiben kann. Das sind relevante Punkte. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass der Zugang von Mitte aus, also von Wedding aus, nicht wesentlich verbessert worden ist.
Das ist ein Problem, aber dass wir um eine Bebauung am Rand des Mauerparks nicht herumkommen, das ist ja auch schon eine ganze Weile bekannt. Insofern halte ich das zumindest für einen, ja, wir müssen diesen Vorschlag jetzt nicht abfeiern, aber ich glaube, das ist einer, mit dem wir insgesamt leben können. Das vielleicht noch kurz dazu. So, dann ist die Redeliste erstmal erschöpft. Zum Abschluss noch, es ist natürlich ohne Probleme möglich, auch völlig legitim die Haltung zu vertreten, dass zum Beispiel dieses komplette Areal zu einer Grünfläche wird. Das einzige Problem, was wir dann dabei haben, ist, wir müssen natürlich demjenigen, denen das gehört, dann dafür auch entschädigen, weil das gehört nicht dem Land. Wir haben die Möglichkeit, überhaupt darüber zu reden, weil es halt noch keinen finalen Bebauungsplan gibt. An vielen anderen Ecken der Stadt haben wir diese Diskussionsmöglichkeit leider überhaupt nicht. Also wenn wir uns zum Beispiel den Alexanderplatz oder andere Regionen dieser Stadt angehen, da sind leider irgendwann mal Vorratsbeschlüsse getroffen worden, wo man einfach mal alles schön beplant hat und dann Geschossflächen eingetragen hat und gesagt hat, so hoch darfst du bauen und das darfst du alles machen. Und dann kommt jemand mit dem Grundstück und sagt, ich mache das jetzt, und dann ist man in einer noch viel schwierigeren Position, warum wir jetzt überhaupt in eine Kompromissrichtung gegangen sind und warum überhaupt ein Investor überhaupt gesagt hat, ich mache mehr Grünfläche. Also wenn quasi er einen schon gültigen Bebauungsplan gehabt hätte, hätte er es sowieso einfach durchgezogen. Das ist eh klar. Und eigentlich ist der große Fehler damals passiert, als man als Land Berlin nicht in der Lage war, als diese Mauer gefallen ist, sich mit der Bahn und dem Bund mal zusammenzusetzen und diese gesamten Flächen stadtpolitisch zu betrachten, weil wir das nicht nur da haben, sondern an allen Ecken und Enden, dass wir uns von nicht Windigen, sondern einfach total cleveren Geschäftsmännern diese ganzen Flächen unterm Nagel wegreißen lassen haben, weil nämlich der Bund und die Bahn diese ganzen Dinge auch verscheuert haben und wir jetzt diese ganzen Probleme auch nur haben, weil wir früher schlecht gehandelt haben, weil wir die Jahre dazwischen schlecht gehandelt haben, weil eigentlich hätte dieser Beschluss, dass der Senat es an sich zieht, schon zu einem viel früheren Zeitpunkt passieren müssen und dann hätte er sich quasi den Bezirk Mitte und den Bezirk Pankow schnappen müssen und im Prinzip die Zuwägung, was die Straßen angeht und sowas, dann auch schon alles regeln müssen, weil da sind nämlich auch Tatsachen über die Jahre passiert. Das ist nämlich ein gleiches Beispiel mit dieser TVO, die zwischen Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg liegt, wo dann auch der Bezirk Marzahn-Hellersdorf einfach ein paar Eigenheime genehmigt hat, genau auf der Strecke, wo halt auf der Seite von Marzahn-Hellersdorf die Variante A gebaut werden sollte, damit halt quasi Silos entschädigt werden dürfen. Also da, weil halt einfach nicht in der Lage sind, die Regierungsfraktionen und auch dieser Senat Entscheidungen zu treffen, kommen wir am Ende immer zu solchen Problemen, dass sich dann die Bürger, wie jetzt auch mit dem Volksbegehren zum Mieten und Wohnen, genötigt fühlen, irgendwann mal Entscheidungen herbeizuführen und dann irgendwann gegen die Wand laufen, wo dann diejenigen, die normalerweise die Entscheidungen treffen sollten, dann sagen, jetzt treffen wir sie doch und wischen erstmal alles ein bisschen weg. Und das ist eigentlich ein Grundproblem an dieser Stadt, weil an Entscheidungen des Senats oder der Regierung kann man sich ja wenigstens abreagieren und kann sagen, das ist doof, aber wenn es nicht mal Entscheidungen gibt, dann steht man immer so ein bisschen im luftleeren Raum. So, dann würde ich die Diskussion hier erstmal dann beenden und wir würden zu Tagesordnungspunkt 4 übergehen und zwar in den Plenarablauf. So, wir kommen als erstes zu den Entschuldigungen von dem Senat. Frau Kohlert ist die komplette Sitzung abwesend, weil sie auf einer Dienstreise in Bangkok ist. EU Party. Nee, können wir nicht. Und Herr Chaya ist die komplette Sitzung weg, weil er bei der Messe der Bundesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen in Nürnberg ist. Bei der Messe ist das Gastgeberland Berlin dieses Jahr. So. Ja. Das Gastgeberland ist Berlin, aber das findet anscheinend immer in Nürnberg statt. Da ist auch das Arbeitsjobcenter, die Bundesagentur und sonst was. Genau, das ist immer in Nürnberg, auch andere Gastgeberländer sind in Nürnberg. Das ist so. Wenn Lettland das Gastgeberland bei der Grünen Woche ist, ist es trotzdem in Nürnberg. Genau, die Grüne Woche zum Beispiel ist ja auch, oder die ITB zum Beispiel mit der Mongolei, die ja nicht mein eigenes Land so richtig sind. Oh. Mann, das war ein Witz. Das war eine politische Aussage. Genau, das war eine politische Aussage in Richtung China. So, dann kommen wir zur aktuellen Stunde. Wir haben 4 Anmeldungen von SPD und CDU, Nachtragshaushalt für mehr Investitionen in Berlin. Wir haben von den Grünen Chaos und Korruption am BER. Der Senat drückt sich vor der Verantwortung.
Wir haben aus Tempelhof nichts gelernt, Senat hebelt direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung aus von den Linken und wir haben von uns Bauen, Mieten, Stadtentwicklung, Senat tatenlos, Koalition unfähig, nun übernehmen die Berlinerinnen. Wir brauchen ernsthafte Auseinandersetzung mit Volksbegehren. Und wir können uns natürlich alle denken, was rangekommen ist. Genau. Nachtragshaushalt für mehr Investitionen in Berlin. Es gibt eine Abstimmung, das heißt, wir stimmen dann ab, dass wir das eigentlich nicht haben wollen, aber die Mehrheit dieses Hauses sagt dann, wir machen es trotzdem. Der Senat wird in diesem Fall auch ausnahmsweise beginnen bei der Aktuellen Stunde. Normalerweise ist er am Ende dran, aber da ja der Tagesordnungspunkt 4, der Haushaltsplan, also Nachtragshaushaltsplan mit nach vorne gezogen wird und bei den Haushaltslesungen es auch üblich ist, dass der Senat da vorne beginnt, damit wir dann nämlich auf dem Senat einhaken können und sagen können, was für einen blöden Nachtragshaushalt der da vorgestellt hat, fängt der an, dann die Grünen, dann die SPD, dann die Linke, dann die CDU, dann die Piraten. Genau. Redner gehe ich mal davon aus, dass ich das machen werde, Haushalt. Dann darf ich sagen, dass Siva totaler Mist ist und das alles total versteckt. So, dann, wie gesagt, Tagesordnungspunkt 4, das Gesetz wird dann ebenfalls dort hinzugezogen, ist auch schon vorab an Hauptausschuss überwiesen, wird morgen im Hauptausschuss auch in der ersten Lesung beraten, da können wir mündlich dann die Fragen stellen, bis nächste Woche Dienstag oder so haben wir Zeit, auch schriftliche Fragen zu stellen, das heißt, wenn ihr in den Einzelplänen wieder drin sind, Fragen oder Ähnliches habt, leitet uns das auch zu. Dann hat der Senat Zeit, darauf zu antworten und in der Sitzung am 22.04. im Hauptausschuss gibt es die zweite Lesung dann und am 23.04. im Plenum ist dann die zweite Lesung des Haushalts dann in der Plenarsitzung und dort wird er dann endgültig beschlossen. So, Tagesordnungspunkt 2, die Fragestunde. Gibt es Anmeldungen von euch, die ich schon notieren kann? Christopher meldet sich an, wenn noch Phil auch, wenn noch weitere Alexander auch. Schreibt mal bitte Martin, in welche Richtung eure Frage oder beziehungsweise die Frage gehen soll, damit wir dann gucken können, wer die Zugriffe bekommt, wenn jetzt schon drei Anmeldungen sind. So, Tagesordnungspunkt 3 sind die Prioritäten. Die Priorität der Piratenfraktion ist schon bekannt. Da gab es gestern schon einen Umlaufbeschluss, der sehr deutlich angenommen worden ist, und zwar den Tagesordnungspunkt 19. Sexuelle Selbstbestimmung gewährleisten, Beratungsstellen bedarfsgerecht ausstatten, ist ein Antrag der Oppositionsfraktionen. Wir hatten ja am Sonntag den Frauentag und da bietet es sich an, auch an einer vorderen Stelle im Plenum darauf auch nochmal einzugehen. Ich gehe mal davon aus, dass Simon auch sprechen wird, dann wird Simon das auch machen. Die Priorität der SPD und der CDU wird gemeinsam zusammen der Tagesordnungspunkt 21 sein, und zwar die Ehrenamtskarte des Berliner Senats. Ja, wird einzig und allein an den Ausschuss Bürgerschaftliches Engagement überwiesen. Ich gehe mal davon aus, dass unser Mitglied im Bürgerschaftlichen Engagement zur Ehrenamtskarte des Berliner Senats, was auch immer diese Ehrenamtskarte sein wird, reden wird. Dann die Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wird ein dringlicher Antrag zum BER sein, wird sich so mit diesem Korruption, Tiefenprüfung, Rechnungshof, irgendwas in dieser Richtung bewegen, kriegen wir dann morgen um 8.30 Uhr mit. Da wird Martin dann der Redner sein, auch wenn er jetzt gerade nicht da ist. Tagesordnungspunkt 3.5, die Priorität der Linken wird der Tagesordnungspunkt 16 sein. Ankommen, Teilhaben, Bleiben, Flüchtlingspolitik für Berlin, hier Wohnungen für alle. Ist, ist die Priorität der Linken. Das ist Fabio. Fabio macht es auch. Tagesordnungspunkt 4 ist, wie gesagt, bei der Aktuellen Stunde. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 5, das ist die Wahl von 15 Mitgliedern des Beirats der Berliner Stadtwerke GmbH. Da sind jetzt auch alle gemeldet. Die CDU beschließt heute hoffentlich. Und wenn da heute alles glatt läuft, dann haben wir am Donnerstag auch eine Liste, Entschuldigung, mit Namen auf euren Tischen liegen, die wir dann in diese Stadtwerke, in diesem Beirat dann auch endlich wählen können. Wir schicken den Pavel da rein. Dann... Das haben wir ganz normal beschlossen. Das ist schon Ewigkeiten her. Deswegen, wie gesagt, die CDU hat das ungefähr vier Monate fast oder wenn nicht sogar fünf Monate vor sich hingeschoben, weil sie das eigentlich ja gar nicht haben will, aber jetzt so langsam genötigt ist, da vielleicht doch mal was zu machen, weil die CDU will das Stadtwerk ja gar nicht so haben. Für die Zuschauer, die das noch nicht wissen, die sind dagegen. Ja. Die wollen, das ist so Rekommunalisierung und CDU verträgt sich nicht, das beißt sich. Steht ja schon im Namen.
So, der Tagesordnungspunkt 6 ist die Beschlussfassung aus dem Ausschuss für digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit zu einem Antrag von Bündnis 90 Die Grünen. Die Vorbereitung auf die E-Akte, Einführung eines einheitlichen, vollständigen Aktenplanes. Der ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten abgelehnt worden. Hier haben die Grünen Beratung angemeldet. Wer weiß, Sie werden zur ewigen Posse der E-Akte was sagen. Auch, okay. Der Senat ist so gut, dass er aus 4 Jahren 5 machen kann. Genau, die E-Akte kommt. Irgendwann. Vielleicht. Möglicherweise. Tagesordnungspunkt 7 ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und aus dem Hauptausschuss zum Antrag der Grünen. Aufgaben und Struktur der Stadtwerke Berlin ist im Fachausschuss gegen Grüne bei Enthaltung Linke und Piraten abgelehnt worden, ist im Hauptausschuss mehrheitlich gegen Grüne bei Enthaltung Linke abgelehnt worden. Das heißt, dass wir im Hauptausschuss auch dagegen gestimmt haben. Ist vertagt erstmal worden. Das heißt, erst beim nächsten Mal darüber abstimmen. 8. Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr zum Antrag der Grünen, das Leihfahrradsystem in Berlin zum Erfolgsmodell machen, ist mehrheitlich gegen Grüne und Piraten bei Enthaltung Linke auch mit Änderungen abgelehnt worden. Hier haben die Grünen zurzeit einen Beratungsvorbehalt angemeldet. Ich schaue mal rüber. Der Herr Baum möchte, dass es lieber abgemeldet wird. Wir melden das ab. wovon hängt der ab? Kannst du dazu was sagen? Das kann wissen Sie selber nicht, ne? Die haben gut, mehrere okay. Sachen noch auf, alles deswegen. Klar. Alle Fragen nicht beantwortet. Ja, ist halt Grüne. So, Tagesordnungspunkt 9 sind A, Beschlussempfehlungen aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung zum Antrag der Grünen, Ergebnisse des Tempelhof-Volksentscheides ernst nehmen, der Weg ist frei, ist mehrheitlich gegen Grüne und Piraten bei Enthaltung Linke auch in neuer Fassung abgelehnt worden. B ist eine Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt zum Antrag Die Linken. Partizipation bei der Umsetzung des Gesetzes zum Erhalt des Tempelhofer Feldes ist mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten auch in neuer Fassung abgelehnt worden. Und zusätzlich kommt hier jetzt noch C, der dringliche Antrag von der Piratenfraktion aus dem Hauptausschuss, der morgen quasi im Hauptausschuss besprochen wird und dann auch dringlich mit reingeschoben wird. Auch wenn er abgelehnt wird, kommt er trotzdem mit rein. Und dann ist es A, B und C. Und da ist zurzeit von uns Beratung angemeldet. Genau. Und wir fangen dann an. Dazu redet. Da ist Phil der Redner. Ja, der dringliche Antrag ist von uns. Das ist der 1586er. Den haben wir selber eingereicht. Der ist sehr gut. Ja, das ist da. Verlinkst du den noch im Pad? Gib dir das nochmal und ganz wichtig, ja. Gute darauf vorbereitet. Wir haben da auch zwei Referenten, die das gerne mitmachen, weil das ist der, wo wir quasi die Ausgestaltung des Gesetzes für Freiflächen anhand des Tempelhofer vollzogen haben. Genau, unser weitergehender Antrag, der ist halt, kommt halt noch in Haupt und deswegen ist der da jetzt noch nicht mit bei. Richtig. Genau. Ja, normalerweise würde der morgen abgelehnt werden von der Koalition und erst beim nächsten nochmal draufkommen. Es macht aber keinen Sinn, im Plenum am Donnerstag von Grünen und Linken die Anträge drauf zu haben, dann möglicherweise keine Beratung oder vielleicht doch eine Beratung zu haben und dann 2 Wochen später unseren Antrag drauf zu haben, sondern die zusammen drin haben, wo wir uns auch abgrenzen können, weil wir auch was echt Substanzielles eingereicht haben, während andere Fraktionen halt nichts großartig Substanzielles eingereicht haben, aber gesagt haben, dass es halt so üblich gemacht werden soll. Genau. So, 10. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit, Integration, berufliche Bildung und Frauen zum Antrag die Grünen, Ombudsstelle für Migrations- und Integrationsprojekte einrichten. Ist mehrheitlich gegen Grüne und Piraten mit Haltung Linke abgelehnt worden. Hier haben sie zurzeit Beratungsvorbehalt angemeldet. Das ist zwar Migration und Integration. Ja, aber nee, ich sag's ja deswegen, aber das ist, glaube ich, dein Bereich, oder? Ist es doch deiner? Der Fabio redet, wir tragen dich auch erstmal ein, weil ich habe noch keine andere Meldung von den Grünen. Ja, Fabio weiß mehr. Fabio weiß mehr. Fabio, sag mal ins Mikrofon, was du weißt. Ja. Deine Quellen offenlegen. Keine Informationen vertuschen, du weißt, es gibt Probleme. Lars Petersen. Naja, also ich weiß auch nur, dass ich glaube, dass dieser Antrag nicht besprochen wird. Aber ich kann mich ja auch am Donnerstag geirrt haben. Das sehen wir dann am Donnerstag oder morgen um 8.30 Uhr. Vorlagen zur Kenntnisnahme, Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnung, da gibt es keine Überweisungswünsche. Dann Anträge, 12. Hindenburg aus der Egenbürgerliste Berlins streichen, Antrag der Linken, Beratung, nein, nicht schon. Sofortige Abstimmung. Jetzt Catfight, wer redet? So, Simon, wer möchte reden?
Also im letzten Mal hat Simon geredet, jetzt wäre wieder Olli dran. Phil hat geredet. Phil hat auch ziemlich gut geredet. Phil hat auch ziemlich gut geredet das letzte Mal. Kannst du es besser? Genau, du musst. Wir erwarten, die Messlatte ist extrem hoch. Ich habe Phils Rede letztes Mal nicht gehört. Sagt ihr, ich habe die erste Rede zu dem Thema gehalten. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Die dritte. Die dritte weiß ich ja noch nicht. Das ist die dritte. Also, ja, aber ich. Erst Wortmeldung von Phil und dann von Gerwald. Als ursprünglich ein Antrag, der halt bei uns auch im Ausschuss stattgefunden hat, beziehungsweise nicht stattgefunden hat. Und deswegen hat er halt jetzt nochmal. Wir haben eigentlich haben wir schon alles dazu gesagt. Auch sogar jeder hat schon was dazu gesagt, fast. Ja. Ne? Und deswegen muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also rein formell würde ich halt dazu sprechen, weil es mich, mein Politikfeld betrifft, weil es halt in meinem Ausschuss ist. So. Aber wenn der Sprecher für antifaschistische Aktionen gerne möchte, dann... Ja. Gerwald? Ja, falls wir nicht eigene Reden da aufs Tablett bringen können, hatte ich noch die Idee, ob wir nicht einer anderen Fraktion, sprich die Linke, den Herrn Brauer aus unserem Redezeitkontingent ein paar Minuten abgeben. Das ist geotechnisch, glaube ich, nicht so einfach möglich und wird, glaube ich, als Präzedenzfall von der CDU und SPD nicht zugelassen werden. Wir benennen einfach Herrn Brauer als Redner für unsere Fraktion. Okay. Das fällt bestimmt niemandem auf. Das kannst du machen, das fällt bestimmt keinem auf. Ohne ihm vorher Bescheid zu sagen. Dann darf Herr Brauer als Erster und als Letzter reden. Ja, ist super. Wir tragen da erstmal Phil ein und ich rede mal mit den Linken, ob sie diesen Spaß überhaupt mitmachen wollen. Aber nee, das ist ja eigentlich ist es ein ernstes Thema. Es geht um die Ehrenbürgerliste und diese Ehrenbürgerliste ist halt auch eine repräsentative Sache und das ist halt schon nicht in Ordnung, wenn da Nazis mit drin stehen. Und da muss man halt auch ab und zu mal bereinigen. Ich hab noch was, Martin? Ja, es ist eine ernste Sache, da fällt mir ein, dass ich euch noch zur Kenntnis geben muss, dass ich einer weiteren Ehrenbürgerverleihung zugestimmt habe in eurem Namen. Und zwar Herrn Blumenthal. Wer den nicht kennt, Dr. Blumenthal ist quasi der Erfinder der jüdischen Kulturtage in Berlin. Also der hat den mit einem als allererste hier 87 organisiert, also in West-Berlin. Und soll jetzt eben die EhrenbürgerInnenwürde der Stadt bekommen. Und dem habe ich einfach mal zugestimmt, weil ich mir dachte, ja, es wird ja jetzt bei dieser Person kein großes Problem sein. Der steht frei von dem Verdacht, Hitler an die Macht gebracht zu haben. Insofern, das ist das Kriterium. So, genau, bitte. Ja, genau. Dann tragen wir Phil jetzt erstmal ein. So, 13, Antrag Bündnis 90 Die Grünen. Ein Kinder-, Jugend- und Familienförderplan für eine transparente Landesförderung in Berlin. Keine Beratung, Konsensliste, Überweisung an den Bildjuck-Farm. Achso, der 12er wird auch sofort abgestimmt und SPD und CDU werden ihn diesmal auch sofort abstimmen. Also wenn die das dann in der Plenarsitzung ansagen, dass sie jetzt wieder überweisen, dann gibt es da, glaube ich, eine Explosion. Namentliche Abstimmung. Ich will eine namentliche Abstimmung jetzt. Ich will wissen, welche Sozen für Hindenburg stimmen. Ganz im Ernst, also ich sage das nochmal ins Mikro. Ich möchte wissen, welche Sozen für Hindenburg stimmen. Das will ich wissen. Okay, ich melde ihn namentlich an. So, Schiffe in der SPD. 14. Antrag der Grünen, polnisches Atomprogramm. Berlin unterstützt Bewegung gegen Polens Einstieg in die Nutzung der Atomenergie. Keine Beratung, Konsensliste, Überweisung an Stadtentwicklung, Umwelt. Tagesordnungspunkt 15, die Grünen. Der Bedarf ist da, Ostbahnhof und Zoologischer Garten als Fernbahnhöfe sichern. Keine Beratung, Konsensliste, Überweisung, Baufair. 16, Antrag der Linken, Ankommen, Teilhaben, Bleiben ist Priorität der Linken auch gewesen. 17, gemeinsamer Antrag aller Fraktionen, die Privatsphäre von Bewerberinnen und Bewerbern für die Bezirksverordnetenversammlungen und das Abgeordnetenhaus schützen. Keine Beratung, Konsensliste, Überweisung an in sich O federführend und an den Rechtsausschuss. 18, Antrag der Fraktion Die Linke, 7.000 Euro Schulsanierungsprogramm für Bezirke umsetzbar machen. Ist Beratungsvorbehalt und Überweisung an Bildjuk FAM und an den Hauptausschuss. Delius.
19, Antrag der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, der Fraktion Die Linke und der Piraten ist Prio unserer Fraktion. 20, Antrag der Piraten A und B, Hauptstadtfinanzierung 1 und 2, Verhandlungen zur Neuauflage des Hauptstadtfinanzierungsvertrages transparent gestalten, geht an Haupt. Und 2, Berliner Kulturfonds gesamtstaatlicher Bedeutung, Verhandlungsgrundlagen schaffen durch Evaluation, geht an Kult. Hier ist Beratung angemeldet, hier würde ich reden. Phil gibt mir noch Input, was zum Thema Kultur ich sagen soll. Und dann wird es vor allen Dingen auf den Bereich Finanzierung aufgehen und was will diese Stadt eigentlich mit der Bundeshauptstadt oder nicht oder wie. Und dass wir das eigentlich gar nicht gut finden, dass nur der Bürgermeister alleine diesen Vertrag da unterscheidet und wir als Land, als Abgeordnetenhaus und auch die Bevölkerung des Bundeslandes nicht mitreden kann. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Das ich auch. Stimmt, haben wir letzte Woche drüber geredet. Aber da war Olli nicht da. Olli, der hat jetzt noch Fragen. Was dazu sagen. Olli ist dran. Ja. Ja, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es an dieser Stelle sehr sinnvoll wäre, auf auch eine Randposition an der Stelle hinzuweisen, nämlich für die Unabhängigkeit Berlins und Wiederbesatzung durch die Alliierten. War eine sehr sinnvolle Sache. Die Sicherheit Berlins war nie besser gewährleistet als unter Zeiten der Alliierten-Besatzung und das ist ein Zustand, den wir gerne wiederherstellen können. Gut, das werde ich dann in einer Kurzintervention auf mich selbst einbringen. Wollen wir noch einen dringlichen Antrag auf Auflösung der Bundesrepublik? Nein. 21 ist Prio der SPD und CDU. 22 ist Antrag der SPD und CDU. Bekanntheit und Akzeptanz des Gewerbeportal Berlins, einheitliche Ansprechpartner EA, erhöhen, mehrsprachiges Angebot des EA, gegebenenfalls erweitern, Ausrufezeichen. Ein SPD und CDU-Antrag mit einem Ausrufezeichen. Ist auf Beratung gemeldet, wird überwiesen an IT.DAT federführend und an WIFO Tech. Die meisten, also alle vier Fraktionen bis auf die CDU haben sich gefragt, warum es überhaupt an IT.DAT muss, aber die CDU sagt, sie will es unbedingt dahin haben. Wortmeldung Martin. Ist das der Antrag, wo Sie dann endlich zugeben, dass die Leute kein Englisch sprechen können? Was heißt denn gegebenenfalls? Es ist ein SPD-CDU-Antrag, ich habe ihn mir nicht durchgelesen. Simon. Ihr könnt euch noch an diese Diskussion erinnern im Plenum, Frau Ludwig, glaube ich, war es, argumentiert hat, dass die Hotlines der Wirtschaftsverwaltung kein Englisch können und Frau Uetzer sich vehement dagegen gewehrt hat. Dann ins Mikro. Also der Grund, warum man argumentieren kann, dass es in den IT-DAT gehört, ist ja, dass der einheitliche Ansprechpartner kein Ansprechpartner ist, sondern ein IT-Verfahren, was niemand benutzt. Deswegen IT-DAT. Das wusste niemand, geil. Erneuerbar. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, Pavel, möchtest du dazu reden? Weil es ist zwar ein IT-Verfahren, das hat aber auch tatsächlich die Sachen, die dann im Antrag stehen, da geht es halt darum, Werbung dafür zu machen bei der Wirtschaft. Also deshalb weiß ich jetzt auch nicht. Wir können dazu auch reden, nur nicht viel. Pavel, dein Statement. Gut, ja, ich weiß auch nicht mehr darüber, als dass es diesen gibt und dass da Leute offenbar unter dieser Nummer gelegentlich auch anrufen. Insofern, ich hätte jetzt kein, also ich fände es ganz gut, wenn Simon dazu reden könnte, dann hätte ich nämlich nicht. Das ist die letzte Rederunde im Plenum, die steht normalerweise immer dir zu. Ja, nein, das war genau. Ja, entweder Simon Kowalewski oder ich machen sonst immer die letzte Rederunde, aber ich finde das eigentlich, ja. Nein. Wie Simon. Du willst noch nicht reden. Nein, schon richtig ausgeführt hat. Es ist tatsächlich ein Fachverfahren. Ich weiß gar nicht, ob IT da wirklich groß eine Rolle spielt. Eigentlich, glaube ich, rufen die da meistens an, die Leute, und werden dann irgendwie weiterverwiesen. Aber wenn Simon partout nicht will, würde ich dazu auch reden, aber ich würde mich freuen, wenn Simon was dazu sagt. Ist auch so spät schon, ne? Okay. Dann macht das Simon. Dann zwingen wir dich jetzt, tut mir leid. So, damit ist die Tagesordnung einmal von oben bis unten besprochen. Wortmeldung Christopher zur Tagesordnung? Ja. Ja, habe ich das jetzt verpasst oder ist die Änderung des ASOGs überhaupt nicht drauf? Die ist gar nicht drauf. Ach so. Ah, okay, nächste Plenarsitzung. Also wir benennen heute, aber okay.
Und es wird auch nicht vor, also das wird auch erst nach den Osterferien das eingesetzt. Aber am 23. nee, ASOG, die Änderung des ASOGs. Achso, nee, die ist auch nicht dringlich drauf. Ah, interessant, ja, weil ich bin am 23. bin ich nicht da, aber ja, schauen wir mal. So, damit ist die Tagesordnung zumindest einmal durch. Wir haben die Priorität und die beiden Zugriffe der Fraktion in der Liste drinne. Wenn es keine Meldung gibt, das zu ändern, sehe ich auch nicht, dann bleiben wir da auch dabei. Wer, also da noch Beratungsvorbehalte offen sind, morgen um 8.30 Uhr, wenn ich dann die Meldung habe, welche endgültig sind, gibt es wieder die Informationen an euch, dass ihr redet oder dann nicht redet. Und dann einfach die Meldung an mich, ob jemand mehr Redezeit braucht als die bisher normal üblichen 5 Minuten. Und dann gucken wir bilateral, dass wir das dann auch hinbekommen. Also Zugriffe, Verteilung der Redezeiten, Fragestunden waren die Meldung an Martin zu schicken. Und damit bin ich mit dem Plenarablauf erstmal durch. Super, dann übernehme ich wieder. Vielen Dank. Ja genau, Fragestunden, Meldungen an uns beide, oder? Naja gut, ich hätte gerne tatsächlich die erste zunächst mal, es sei denn, jemand kommt mir zuvor mit der Frage von einer Fraktion, dann kann man gerne tauschen. Willst du auch eine, Christopher? Wir haben auch schon. Achso, ihr hattet das schon. Dass sie das an dich schicken sollen, weil wir halt mehrere schon gut, haben. Da war ich ja nicht dabei, Entschuldigung. Das kann man gerne. Okay, dann schickt das bitte einfach, dann können wir uns drüber unterhalten. Ich mache das auch transparent, was die anderen machen. Und, also nicht gegenüber allen, sondern gegenüber euch. Und dann kriegen wir das, glaube ich, hin. Genau. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 5. Haben wir nicht? 6. Parlamentarische Initiativen im Umlauf haben wir da nicht. Wir haben aber unter 621 den Antrag von Heiko zur Benennung von Mitgliedern bzw. einem Mitglied und einem stellvertretenden Mitglied für den neuen Ausschuss G13, der ja noch gar nicht rechtskräftig wird, wie wir gerade gehört haben, aber immerhin schon mal benannte Mitglieder haben soll. Das ist Heikos Willen nach als ordentliches Mitglied Simon Weiß und als stellvertretendes Mitglied Christopher Lauer. Steht ihr dafür beide überhaupt zur Verfügung? Also von Simon Weiß ist Christopher auch. Okay, gibt es dazu Aussprachebedarf? Cool. Uns aus wohl informierten Kreisen, die normalerweise auch wissen, was du gut findest, da wurde uns mitgeteilt, dass das funktioniert. Gibt es dazu Aussprachebedarf? Möchte sich dazu jemand äußern? Ist das wirklich gut, jemand von Springer in dem Ausschuss zu sein? Phil. Vielleicht habe ich es gerade überhört, aber hast du kurz umrissen, welche Aufgaben dieser Ausschuss hat? Oder kannst du es noch? Also, wir reden ja schon länger über das ASOG und die Änderungen, aber ich würde den designierten Mitgliedern, Simon, möchtest du bitte dann? Dieser Ausschuss ist seltsam. Dieser Ausschuss wurde von der Koalition beantragt und hat die Aufgabe, also tatsächlich die abschließende Aufgabe, drei jährliche Berichte zu besprechen. Einer dieser Berichte existiert bereits, geht jedes Jahr dem Abgeordnetenhaus zu und besteht aus einem Satz, bezieht sich auf Maßnahmen der Wohnraumüberwachung, wo dann jedes Mal steht, also nach landesrechtlicher Grundlage, wo dann jedes Mal steht, haben keine stattgefunden, mit einer Ausnahme eines Jahres, wo steht, es hat eine stattgefunden. Also dieser Bericht, mit diesem jährlichen Bericht wird sich der Ausschuss befassen. Er wird sich mit einem jährlichen Bericht über Maßnahmen der Online-Durchsuchung der TKÜ befassen, also Maßnahmen, die nicht durchgeführt werden, für die es keine Rechtsgrundlage gibt und keine Technik. Und er wird einen dritten jährlichen Bericht behandeln, der basiert auf dem jährlichen Bericht, den es jetzt schon gibt und der jetzt schon öffentlich ist, den die Bundesregierung veröffentlicht über Maßnahmen der Wohnraumüberwachung. Und auf Grundlage dieses Berichts soll dann ein weiterer Bericht erstellt werden, der dann im Wesentlichen aus der Information bestehen wird, wie viele Maßnahmen der Wohnraumüberwachung in diesem Zeitraum in Berlin stattgefunden haben. Und weil diese Berichte so unglaublich sensibel sind, soll der Ausschuss nicht öffentlich tagen. Ja. Es ist aber ein ordentlicher Ausschuss. Also kein Unterausschuss, weil ja mal Unterausschuss in der Diskussion. Ach du Scheiße. Wer ist denn dran? Die Grünen schon wieder, ne? Nee, die Linken. Nein, Linke oder CDU. Ja. Das heißt, je nachdem, welcher Ausschuss er kommt und dann wird... Ausschuss, ja. Okay.
Gut, vielen Dank, Herr Morland, bitte. Also mal ganz unabhängig von der Frage, ob das wirklich gut ist, jemand von Springer in dem Ausschuss sitzen zu haben, bin ich der Meinung, dass solche Überwachungsausschüsse mindestens von einem CCC-Mitglied innerhalb der Fraktion mitbesetzt werden sollen, wie wir das ja traditionell auch beim Verfassungsschutz und beim G10-Ausschuss machen. Ist das ein Änderungsantrag? Ja. Me not amused. Alexander möchte, dass entweder er oder Pavel auch kandidieren, wobei der Änderungsantrag bitte, oder Simon, wobei der Änderung, oder ihr dem CCC beitretet, könntest du deinen Änderungsantrag bitte nochmal spezifizieren? Das wäre ja dann ein konkreter Antrag. Ich appelliere. Es ist ein Appell, dass wir uns mit der Zusammensetzung dieses Ausschusses nochmal befassen. Wir müssen das jetzt nicht hier in dieser Form machen, weil das ist nicht konstruktiv, da ich der Meinung bin, dass ein Mitglied des Chaos Computer Clubs in einem dieser Überwachungsausschüsse mindestens sitzen sollte. Und das ist, halte ich für gut und richtig, um den Informationsfluss zu gewährleisten. Und dafür reicht es auch nicht, jetzt schnell irgendwie einzutreten, sondern wir haben ja genügend Mitglieder in dieser Runde. So, obwohl wir über das Behandeln, Entschuldigung, kurz bitte, Simon. Obwohl wir über das Behandeln oder Nichtbehandeln dieses Antrages anfänglich dieser Sitzung abschließend eigentlich entschieden haben, würde ich das jetzt als GO-Antrag auf Vertagung dieses Tagesordnungspunktes werten. Ich bitte also um Gegenreden. Möchte jemand gegenreden zu diesem GO-Antrag des Kollegen Morlang? Ja, jetzt funktioniert das mit euren Schniepeln nicht. Du möchtest deine Gegenrede zu diesem GO-Antrag sagen. Gut, Simon. Liegt in der Natur der Sache, dass die Gegenrede zu diesem GO-Antrag auch eine inhaltliche Gegenrede gegen das ist, was Alex vorgebracht hat. Nochmal, auch wenn der Name G13 im G13-Ausschuss da möglicherweise irreführend ist, also sogar sehr irreführend ist, dieser Ausschuss wird nicht die Aufgabe haben, irgendwelche konkreten Überwachungsmaßnahmen zu genehmigen oder auch nur im Einzelnen zur Kenntnis zu nehmen. Dieser Ausschuss wird statistische Berichte besprechen, die auch dem Wesen nach nicht öffentlich sein werden. Teilweise sehr kurz. Zwei davon existieren bereits jetzt und sind öffentlich. Und der dritte ist der über den ja, also und jein, also nein. Und ich verstehe, dass diese Nichtöffentlichkeit da möglicherweise anders zu bedenken gibt. Wir wollen gegen diese Nichtöffentlichkeit dann auch nochmal vorgehen, wenn das so beschlossen wird, weil wir das auch nicht für verfassungskonform halten, weil in der Berliner Verfassung steht, die Ausschüsse tagen grundsätzlich öffentlich und es muss halt gute Gründe geben, dafür abzuweichen, die wir da nicht sehen, aber das müssen wir dann nochmal besprechen, wenn dieser Ausschuss tatsächlich eingesetzt wird, was ja noch nicht der Fall ist. Dann ziehe ich diesen GO-Antrag zurück. Vielen Dank, das erspart mir die Abstimmung. Das ist sehr kollegial. Dann sind wir jetzt weiterhin in dem Tagesordnungspunkt und in der Aussprache. Ich sehe aber, dass die Wortmeldungen auf magische Weise wiederkommen. Pavel. Nur einen, wie gesagt, kurzen Satz auch zur Beruhigung. Ich hatte natürlich auch darüber nachgedacht, ob nicht irgendwie dort ein Zusammenhang mit Verfassungsschutz und G10 und so besteht, aber auch nach näherer in Augenscheinnahme kann ich jetzt auch nur sagen, ich habe kein gesteigertes Interesse daran, diesem Ausschuss anzugehören. Vielen Dank auch nochmal für diese Klarstellung. Der Antrag steht weiterhin auf der Tagesordnung. Gibt es weitere Aussprachebedarf? Ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir das so wie von Heiko beantragt machen und die beiden Personen so benennen? Das ist einstimmig bei einer Enthaltung von Gerwald. Vielen Dank. Dann ist dieser Antrag angenommen. So, kommen wir zu Tagesordnungspunkt 7.
Wir haben folgenden Antrag im Umlauf beschlossen. Das war der mit der Priorität. Das hat Heiko dabei geholfen, den anderen Oppositionsfraktionen mitzuteilen, was wir zur Priorität machen und das ganze Haus in Freudenstürme zu versetzen, weil wir uns auch um den 8. März kümmern. Ne? Ja. Innerhalb gut. der Opposition der SPD und CDU ist das egal. Ach so, denen ist das egal, gut. Die haben Rosen verteilt am 7. Melken. Dann haben wir keine Wahlen, dann kommen wir zu Terminen. Die nächste Sitzung ist nächste Woche. Das steht auch so im Pad. Wir haben ansonsten Besuchergruppen, zu denen sich Leute schon gemeldet haben, unter anderem Gerwald und Phil, aber auch nochmal Gerwald, vielen Dank dafür. Die N64 veranstaltet Dinge, zu denen ihr herzlich eingeladen seid. Sonstige Termine haben wir nicht und wir haben Besucher in Gruppen, die noch keinen Abgeordneten haben. Da können sich alle Interessierten melden, eintragen, da wird es gemacht. Top 10 Sonstiges. Zunächst möchte Phil etwas sagen. Bitte Phil, die lange Nacht der Stadtnatur. Ja, wir haben alle schon drauf gewartet. Er wirft seinen langen Schatten voraus. Der lange Tag der Stadtnatur. Ich habe, im letzten Jahr haben schon wieder viele, ich glaube 40 Abgeordnete haben daran teilgenommen, in ihren Bezirken oder sogar in ihren Wahlkreisen Veranstaltungen besucht, die vom langen Tag der Stadtnatur organisiert werden. 500 sind das. Berlinweit und jetzt bin ich hiermit gehalten, euch darauf noch einmal hinzuweisen, dass es eben diesen Tag geben wird und dass ihr die Möglichkeit habt, in euren Bezirken bzw. Wahlkreisen Veranstaltungen beizuwohnen und dieser Aktion der Abgeordnete in seiner natürlichen Umgebung beizuwohnen, ist sicherlich eine schöne Geschichte, also es gibt auch wirklich sehr spannende Sachen dabei, also das ist durchaus sehr interessant und auch um mit Leuten ins Gespräch zu kommen und eben um auch den Sinn des Naturschutzes der Stadtnatur zu unterstützen. Deshalb händige ich euch jetzt zunächst nochmal das Schreiben der Stiftung Naturschutz Berlin an jeden Abgeordneten aus, denn es gab schon einen Rücklauf, also von vielen Fraktionen, und ich hoffe, dass er von uns auch wenigstens einigermaßen sein wird. Und ihr könnt also, ihr müsst nicht per Fax antworten, ihr könnt das auch per E-Mail machen hier unten, weil das ist so ein bisschen komisch hier, weil es gibt hier dieses Fax-Beiblatt, obwohl wir eigentlich gesagt haben, wir wollen weniger Holzpost und das sollte auch die Stiftung eigentlich wissen. Aber wie gesagt, nach Rücksprache ist es möglich, das auch per E-Mail zurückzusenden. Deswegen habe ich das jetzt für jeden und verteile das jetzt einmal an jeden hier ganz feierlich. Vielen Dank, vielen Dank. Machst du bitte aus da? Vielen Dank für die Vorstellung, Phil. Ja, für die anderen lege ich es ins Postfach. Für die anderen legst du es ins Postfach. Ich will das auch haben. Ich will Boot fahren. Nach kurzem drüber nachdenken ist mir auch klar geworden, warum lange Nacht der Stadtnatur wenig Sinn macht. das habe ich dann auch geklärt mit mir selbst. Das ist auch persönlich unterschrieben. Das macht auf mich sehr viel Eindruck. Und deswegen nehme ich da auch gerne dran teil, wenn ich nicht im Urlaub bin, wie ich gerade sehe. Juni. Nee, da ist noch Plenarzeit. Da ist noch. Ach nee, stimmt, das ist die Woche vor dem der Ferien. Ja, dann könnte das ja klappen. So. Langer Tag der Stadtnatur. Da können auch Nicht-Abgeordnete daran teilnehmen, oder? Ja, klar, Bürger. Sonst kommen die Bürger ja nicht in Kontakt mit uns. Was, da gibt's Berührung? Wer will denn sowas? So, wir haben heute unser Diskussionssoll, glaube ich, schon mehr als erfüllt. Ich will euch dennoch um eure Aufmerksamkeit bitten zunächst, um dann ein weiteres Thema anzusprechen, nämlich... Hast du? Ja, da, die ganze Zeit schon. Warum denn? Ja, weil ich 5 Fragen habe. Bist du jetzt drin? Das kannst du bilateral klären. Nee, das ist mir schon wichtig. Herr Morlang möchte noch etwas zum langen Tag der Stadtnatur sagen. Bitte schön. Entschuldigung. Lieber Kollege Magalski, es freut mich sehr, dass Sie sich da so massiv drum kümmern. Ich unterstütze das natürlich. Jetzt frage ich natürlich, haben jetzt Kollegen von uns aus der Fraktion da schon teilgenommen und welche Erfahrungen haben sie dort gemacht? Gibt es Dinge, auf die man achten muss
oder kann man da einfach hingehen? Also ein bisschen genauer hätte ich das schon, weil es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, es ist ein großes Anliegen und wir sollten da natürlich als Vorbilder schon was machen. Aber ich hätte das schon gern auf das Best Practice und die Erfahrungen der vergangenen Jahre zurückgegriffen. Herr Magalski, was ist Bad Practice? Ja, vielen Dank, Herr Kollege Morlang, dass Sie das nochmal so ausdrücklich unterstützen. Das ist natürlich so, dass wir in den letzten Jahren schon, also ich persönlich jedes Jahr auch daran teilgenommen habe, unter anderem auch an Podiumsdiskussionen, die da stattfinden. Aber so stark muss es gar nicht sein. Es reicht eigentlich schon, wenn man wirklich guckt bei sich im Bezirk, das sind so einzelne Sachen, da sind zum Beispiel Begehungen von verschiedenen Bereichen, also da gibt es mehrere Brachen, da gibt es schöne Wälder und auch in den Randbezirken, aber auch in den Innenstadtbezirken gibt es zum Beispiel so Sachen wie beim Prinzessinnengärten oder so, beim Urban Gardening oder so. Und ich glaube, da ist für jeden irgendwie was dabei. Und ich glaube, gerade für uns Stadtkinder wäre es ganz gut, wenn wir die Stadtnatur mehr nach außen kehren, mehr entdecken und auch den Leuten klar machen und auch den älteren und jüngeren Menschen in Berlin klar machen, dass es viel zu entdecken gibt und dass das auch erhaltenswert ist. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache hier dabei. Und das ist relativ niederschwellig, da muss man auch nicht großartig sich, glaube ich, darauf vorbereiten, denn die Leute, die das betreuen, die sind da sehr, sehr kompetent und können viel dazu erzählen, zu den einzelnen verschiedenen, wie gesagt, über 500 Angeboten, die es berlinweit gibt. Und wenn ihr jetzt hier antwortet, dann bekommt ihr auch einzelne, auf euch zugeschnittene Angebote. So, damit sind alle Klarheiten beseitigt, wie ich sehe. Herr Pries darf noch mal fragen. Ich wollte dem Herrn Morlang auch noch öffentlich eine Antwort auf seine Frage geben, weil ich ja im letzten Jahr auch daran teilgenommen habe. Ich muss mal sagen, die von der Stiftung Naturschutz für mich ausgewählte Veranstaltung war eigentlich ganz unterhaltsam und wegen dem schönen Wetter auch sehr erholsam, aber politisch jetzt vielleicht nicht so hochwertig zu gebrauchen, sozusagen. Aber es gab im Rahmen des langen Tages der Stadtnatur auch noch interessante Diskussionsveranstaltungen, zu denen wurde ich aber unabhängig jetzt von der Stiftung Naturschutz und meiner Bereitschaftserklärung, dort daran teilzunehmen, so eingeladen als stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Piratenfraktion. Und das war politisch gesehen jetzt die interessantere Veranstaltung. Aber das ist jetzt meine private Einschätzung meiner persönlichen Verhältnisse. So, ja, damit sind jetzt aber wirklich alle Fragen auch erschöpfend beantwortet. Vielen Dank. Gut, dann war das die Rederunde zum langen Tag der Stadtnatur. Ja, ich wollte noch was anderes ansprechen. Volksbegehren mieten. Habt ihr schon mal was von gehört? Nein, ich wusste nicht, dass man diese Volksbegehren schon mieten kann. Man kann jetzt Volksbegehren mieten und wohnen, ja. Olli meldet sich, das finde ich sehr gut. Ich hätte gern mal von euch gewusst, was ihr davon haltet. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig. Und ich hätte gern mal von euch ein bisschen ein paar Eindrücke. Ich werde dazu nicht viel sagen, außer ich finde eure Kommentare doof. Aber ich... Jetzt sag doch mal was inhaltlich. Ich glaube nicht, dass dich das demotiviert, Christopher, aber... Aber mir wäre es wichtig, dass ich da ein bisschen was mitnehme und vielleicht ist es auch für da draußen ganz sinnvoll. Der Olli zuerst, dann der Wolfram, dann der Gerwald, dann der Pavel. Bitte schön. Also, ich hacke hier schon die ganze Zeit auf meiner Tastatur rum, weil den heute erschienenen Gesetzesentwurf haben wir natürlich noch nicht entsprechend durcharbeiten können. Da bin ich dabei. Die drei Punkte, die schon durch die Presse gegangen sind, waren halt drei. Das eine ist halt ein Wohnraumförderfonds, der vom Senat eingerichtet werden soll. Zweite ist die Umwandlung aller 6 Wohnungsbaugesellschaften in Anstalten des öffentlichen Rechts. Und der dritte Bestandteil ist eine Bindung der Mieten im geförderten Wohnraum ans Einkommen. Also nicht mehr Marktmechanismen ausgesetzt, sondern tatsächlich einkommensabhängig der Mieterinnen und Mieter. Das sind grundsätzlich erstmal alles Punkte, die ich, wie auch in der während der Fraktionssitzung herausgegangenen Pressemitteilung bereits erwähnt,
Punkte, die ich unterstützen kann. Und eine abschließende Bewertung dieses Gesetzesentwurfs haben wir jetzt aber noch nicht vorgenommen. Logischerweise, wir müssen ihn jetzt erst en Detail durchgehen. Das passiert aber und da, das passiert jetzt in den nächsten Tagen. Insgesamt waren da halt noch ein paar Punkte nicht ganz geklärt. Also da war halt die Frage, inwiefern soll dieser Förderfonds tatsächlich nur den kommunalen Wohnungsbau soweit abdecken, der vom Senat betrieben wird, beziehungsweise soll der kommunale Wohnungsbau ausschließlich vom Senat, also von den neu zu schaffenden Anstalten des öffentlichen Rechts ausgehen, oder sollen private Investoren da eben auch entsprechend Zuschüsse bekommen? Das ist noch gerade noch nicht geklärt, das, wie gesagt, dazu muss ich mir den Gesetzestext noch genauer angucken, aber ich werde euch zeitnah wissen lassen, sobald wir das entsprechend durch haben. Vielen Dank, dann ist Wolfram dran. Ja, muss mich jetzt ähnlich ungewiss wie Olli dazu äußern. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich ja auch, was wird denn das jetzt? Als ich mich da ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, was da durch die Presse gegangen ist, fand ich eigentlich, dass das vieles zumindest, ohne jetzt den genauen Gesetzestext zu kennen, sich erstmal sehr vernünftig anhörte und auch sehr in die Richtung ging, die ich ohnehin schon hier im Bauausschuss und in ähnlichen Gremien immer verteidige, also dass die Wohnungsbaugesellschaften eben auch für die sozialverträgliche Versorgung mit Wohnraum der Leute, die es eben auf dem Markt auf einfache Weise nicht so selber schaffen aus eigener Kraft, gerade stehen muss. Und in dem Sinne unterstütze ich das erstmal, aber die Detailbeschäftigung muss natürlich noch stattfinden. Aber das ist aus meiner Sicht durchaus unterstützenswert erstmal. Vielen Dank. Dann Gerald. Ja, dazu waren bei mir auch gestern welche im Abgeordnetenbüro da und da wurde auch noch mal ganz klar darauf hingewiesen, dass die Rechtsform Anstalt öffentlichen Rechts mit Problemen behaftet sein kann und man da etwas bessere Formen nimmt. Es wurde mir jetzt von denen vorgeschlagen, landeseigenen Betrieb. Ja, es gibt natürlich auch noch andere Rechtsformen, aber da sollte man halt darauf achten, dass die Anstalt öffentlichen Rechts nicht ganz so günstig ist. Man sieht es ja auch in Berliner Wasserbetrieben, dass man da dauernd dran rumschrauben musste und immer noch wird. Und insgesamt, ob wir nicht auch im Sinne dieses Volksbegehren, wenn man jetzt unseren letzten Parteitagsbeschluss vom November sich zu Rate zieht, ob man nicht da auch aktiv unterstützen, dadurch, dass wir hier im Parlament sitzen und die vielleicht dann nicht die ganzen Unterschriften sammeln müssen und so. Das ist nur so die Idee meinerseits. Und was noch so abschließend ist, was so allgemein mir heute hier aufgefallen ist, wenn hier Menschen reden, wäre es durchaus nett, dass die anderen Menschen, wenn sie schon nicht zuhören, aber dann das Gemurmel untereinander einstellen. Ich finde das, ehrlich gesagt, erbschneiden gegenüber... Gerald, das ist meine anderen. Aufgabe darauf. Ja, aber ich wollte es mal angemerkt Dank, haben. Ja, du hast es jetzt getan, mach das Mikro aus. Mhm. Danke. Wenn du dich richtig erinnerst, habe ich darauf schon mehrfach hingewiesen. Das ist, wie gesagt, nicht deine Aufgabe. Pavel, bitteschön. Ja, ich bin, sag mal, aufgrund der Controlling-Tätigkeit hier im Zusammenhang mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mittlerweile andersrum. Ich halte das nicht für so eine super prickelnde Idee, was dort gefordert wird, aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es so, dass halt Neubau faktisch kostendeckend nicht möglich ist unter, sag mal, im Moment 10, 11 Euro pro Quadratmeter. So. Die Wohnungsbaugesellschaften, so wie sie jetzt da liegen und stehen, versorgen halt was um die 200.000 Wohnungen, glaube ich, viele Berliner mit Wohnraum mit einer Durchschnittsmiete von um die 5 Euro netto kalt im Moment und
Was auch sicherlich durchaus nicht verkehrt ist, ist, dass es eine gewisse Pluralität gibt. Wenn man sich die Unternehmen anguckt, agieren sie alle etwas verschieden. Sie agieren in verschiedenen Bereichen, haben verschiedene Schwerpunkte, fahren verschiedene Strategien dort. Insgesamt unter dem Strich kann man sagen, gehören die Wohnungsbaugesellschaften noch mit zu den am besten funktionierenden Unternehmen. Allerdings gibt es so einen Haken, aus irgendeinem Grund, wenn sie neu bauen, bauen sie teurer als private Wohnungsbauunternehmen. Und zwar im Schnitt so 200 bis 300 Euro pro Quadratmeter teurer, wenn unsere landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften bauen, als wenn eben, wie gesagt, die privatisierten bauen. Warum? Ich weiß es nicht, warum das so ist, aber es ist so. Jetzt die Idee, Anstalten öffentlichen Rechts draus zu machen, kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen, die Eigenständigkeit, die sie jetzt haben als, ich sag mal, privatwirtschaftliche Akteure, ich glaube, zwei sind auch noch Aktiengesellschaften und damit auch noch weisungsungebunden, sorgen halt zumindest dafür, dass da irgendwie Verantwortung da ist. In anderen Bereichen, sagen wie beispielsweise jetzt bei der BVG oder auch bei den Krankenhäusern, wo das Land direkt unmittelbar für größere Investitionen und den Erhalt zuständig ist, ist es so, dass einfach schlichtweg keine Kohle dafür da ist, weil dort einfach so gewirtschaftet wird, dass man erst, wenn es absolut gar nicht mehr geht, wird investiert und zwischendurch wird dann 10, 15, 20 Jahre irgendwie auf Substanz gefahren. Und das ist also betriebswirtschaftlich, was da passiert, überall dort, wo das Land direkt für Investitionen zuständig ist, oder bei den Schulen oder so, kann man es beobachten, fällt es halt einfach hinten unter. Und meine Befürchtung ist, wenn man jetzt so direkt Anstalten auch öffentlichen Rechts draus macht, dass es nicht dazu führt, gut, vielleicht sind die Wohnungen dann tatsächlich billiger, weil es dann reinregnet und die Leute die Miete kürzen können. Das vielleicht zu dem Wunsch, das irgendwie direkt da ranzuführen. Einkommensabhängige Mieten klingt erstmal total geil. Ist dann natürlich die Frage, okay, wie macht man konkret jetzt die Staffelung und dann die Begeisterung der Leute, die dann vielleicht einen Gehaltszuschlag kriegen und dann feststellen, dass das gleich mit einer Mieterhöhung einhergeht oder zwei Leute plötzlich zusammenziehen. Und das steigert sicherlich auch nicht unbedingt den Hausfrieden. Ich kenne das halt auch noch, als ich noch zur Miete gewohnt habe, in einer Wohnung, die auch ursprünglich mal gefördert wurde. Und dann, was da los war, als die Leute dann festgestellt haben, wie unterschiedliche Mieten sie jeweils zahlen, das jetzt nicht in die, aber es war dem Hausfrieden jedenfalls nicht unbedingt zuträglich, als die Leute gegenseitig sich die Höhe ihrer Mieten offenbart haben. Wie gesagt, das nur zum und wenn sozialer Ausgleich, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, zumal das auch noch so freiheitseinschränkend ist. An der Stelle, wenn man da einmal drin ist, ist es schwierig, da wegzuziehen und so und andere Dinge. Ja, Förderfonds im Prinzip, ja, haben wir ja sowas Ähnliches schon. Es gibt eine, in dem, ja, gut, nur meine Befürchtung, weil ich ja gesagt habe, es ist, glaube ich, nicht die effizienteste Art und Weise,
Wohnraum zu schaffen und die Leute mit Wohnraum zu versorgen. Mein Weg wäre so, ist sowieso geiler, also das, was am meisten besten vor Mieterhöhung schützt, ist halt, wenn man die Wohnung besitzt. Und insofern wäre ich sofort für einen Förderfonds zu haben, der Einkommensschwache mit, ich sag mal, Eigenkapital versorgt, damit sie in der Lage sind, eine Immobilie zu erwerben und entsprechende, genau. Weil das wäre meiner Meinung nach das Beste. Wir haben sowieso eine viel zu geringe Quote in Berlin von Leuten, die in eigenem Wohnraum wohnen. Und ich halte das, sagen, zur Miete zu wohnen eigentlich für eine Notlösung. Eigentlich sollte jeder in seiner eigenen Wohnung wohnen. Das vielleicht dazu und auch sozial Schwache. Und es ist auch tatsächlich so, dass wenn man das durchrechnet, sagen, ist nämlich Kaufen gerade jetzt billiger als Mieten. So, wenn man jetzt nicht sagen, auf einen überhitzten Markt geht, nee, sondern einfach nur, wenn du jetzt die Gestehungskosten nimmst und dann im Moment die Zinsen, dann ist es, kommst du einfach tatsächlich auf einen günstigeren Netto-Kaltzins. Glauben die meisten nicht, deswegen wohnen die meisten auch zur Miete. Ich habe das, wie gesagt, als Student durchgerechnet, gemacht und das hat seitdem immer funktioniert. Vielen Dank, Pave. Ich glaube dir das, nur mit dieser Argumentation bekomme ich keinen Kredit. Also, das ist einfach das Problem. Nee, du hast jetzt nicht das Wort. Der Fonds gibt mir dann den Kredit mit dieser Argumentation. Das, genau, der Fonds, da kann ich mich dann melden, um mir eine Wohnung in Schöneberg zu kaufen. Genau. Vielleicht auch Moabit, das ist ein bisschen teurer, mal gucken, ob das auch geht. Ich glaube, du hast dich als Erwiderung zuerst gemeldet, dann waren die beiden Herren hier erst Alex und dann Fabio, bitteschön. Also erstmal danke, Pavel, für die, wenn auch meiner Meinung nach, verfrühte, intensive Bewertung dieses Gesetzentwurfs. Ich will da ganz kurz drauf replizieren. Es gibt halt tatsächlich zwei Optionen und das werden wir jetzt rausfinden, wenn wir diesen Gesetzentwurf eruiert haben. Wenn man es gut gemacht hat, ist es eine sinnvolle Umsetzung sozialistischen Wohnens in dieser Stadt, weil es halt tatsächlich eine Art Solidarprinzip ist, dass die Finanzierung in Teilen einkommensbezogen stattfindet und in Teilen eben gefördert wird durch Steuermittel aus dem Senat. Das wäre die eine Variante. Wenn es schlecht gemacht ist, haben sowohl die Anstalten des öffentlichen Rechts als auch der Fonds das Potenzial, die größten Skandalanstalten dieser Stadt zu werden, die auch entsprechend viel Geld verschlingen. Deswegen müssen wir uns diesen Gesetzesentwurf, wie gesagt, vor einer finalen Bewertung wirklich sehr intensiv angucken. Und weiter mag ich da jetzt auch noch nicht ins Detail gehen. Wie gesagt, dazu weiß ich noch zu wenig über den Gesetzentwurf. Alex. Ich möchte Pavel an dieser Stelle zustimmen. Ich finde es absurd, dass Menschen der Meinung sind, andere Menschen müssen in Abhängigkeit leben. Ja, und Wohnen zur Miete ist eine der schlimmsten Formen der Abhängigkeit. Wohnst in diesen Mauern und du darfst sie effektiv noch nicht mal anbohren. Alles, was du machst, ist auf Zeit, weil irgendwann gehst du wieder. Du kannst keine Wurzeln schlagen. Es ist falsch. Ja, dadurch, dass du sowieso früher oder später gehst, ganz besonders in Berlin, wo es Stadtteile gibt, wo noch 10% der Originalbevölkerung wohnen, Gentrifizierung nennen wir das, findet weiter statt, macht es auch keinen Sinn, sich um deine Umgebung zu kümmern, weil du gehst wieder. Ja, es ist dieses Konzept des Mietens ist falsch. Ja, und es macht es nicht besser, indem man es irgendwie sozialistisch nennt. Womit ich zum zweiten Teil komme, der Sozialismus findet in diesem Land nicht mehr statt. Der Versuch, dann gehe ich jetzt. Es mir so haben wir nicht gewettet. Es mag Leute erschrecken. Es wandle ich jetzt unter Protest. Also ich würde hier Abgeordnete von Sozialismus. Lass mich alle in den Sitzschrank.
Das ist. Ich setze an dieser Stelle, lieber Pavel, danke. Der Sozialismus findet in diesem Land nicht mehr statt und der Versuch, den Sozialismus mit Kapitalismus zu vermischen, schlägt immer wieder fehl. Der Grund für die Knappheit an Wohnungen besteht nun mal darin, dass es über Jahrzehnte unrentabel gemacht wurde, in Wohnraum zu investieren, woraufhin niemand in Wohnraum investiert hatte und daraufhin musste plötzlich der Staat Wohnungen bauen. Jetzt haben wir eine Aufteilung in den Bereich der profitablen Wohnungen von der Privatwirtschaft und der nicht profitablen Wohnungen macht der Staat. Sprich, wieder die Kosten bleiben beim Staat. Es ist absurd. Ja, das ganze Konzept ist absurd. Das jetzt noch zu fördern und zu sagen, hey, das ist gut, halte ich für falsch. Ich denke auch, dass die Schaffung von Eigentum wichtig ist. Nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Community. Jemand, der eine Wohnung in einem Kiez hat, kümmert sich um seinen Kiez, weil der bleibt dort. Ja, und der hat ein Interesse daran, dass dieser Kiez nicht den Bach runtergeht. Der engagiert sich. Der engagiert sich auch deshalb, weil er weiß, dass er bleibt und möglicherweise sogar seine Kinder da bleiben. Von daher halte ich es für außerordentlich wichtig, Eigentum zu fördern. Und zwar nicht das Eigentum in Form von Großunternehmen, die heuschreckenartig über diese Stadt herfallen und sich unter sich aufteilen, sondern Eigentum in Form von Menschen, die eine Wohnung als Eigentum haben, um darin zu wohnen. Ja, und das haben wir in dieser Stadt viel zu wenig und davon brauchen wir viel mehr und da sollten wir ansetzen, wie können wir das fördern, wie kriegen wir das hin, auf eine Art und Weise, dass nicht nur die Starken davon profitieren, sondern, wie Pavel so schön sagte, auch die sozial Schwachen davon profitieren können. Ja, jemand, der eine Wohnung hat, wird aus ihr nicht gekündigt. Allein die Ängste, die entstehen, wenn es Einkommenseinbrüche gibt und Ähnliches, dass man auch noch mit der ganzen Familie die Wohnung wechseln muss, den Stadt wechseln muss, die Freundschaften der Kinder abbrechen, neue Schule, neue Kitas und so weiter, setzen Existenzen unter Druck. Das muss weniger werden und dafür brauchen wir ganz klar mehr Eigentum und nicht mehr Sozialismus. Danke. So, zwei Dinge, bevor Fabio jetzt dran ist. Erstens, ich möchte jetzt gerne aufgrund dessen, dass wir hier auch keinen konkreten Antrag haben, die Redeliste schließen. Das heißt, ihr dürft euch noch draufsetzen. Und zweitens, ich hoffe und erwarte, dass die Gegenseite, nämlich die Sozialistinnen und Sozialisten an diesem Tisch, weil darum scheint es ja hier zu gehen, jetzt genauso eloquent ihre Position darstellen. Daran mangelt es nämlich meistens. Verzialpamieren reicht das dann, reicht dann nicht. Fabio. Also nochmal zurück zu dem, was in dem Antrag drin, also in dem Volksbegehren drin steht. Das sind eigentlich drei Punkte, die ich nochmal ansprechen will. Zum Ersten, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften nicht rentabel bauen können, ist wirklich Mist. Es liegt auch einfach daran, also es liegt an mehreren Faktoren. Der eine ist, es kostet auch einfach Geld und niemand in Berlin war in den letzten Jahrzehnten bereit, dieses Geld zu investieren. Dazu kann ich ein bisschen die Konzepte empfehlen, die halt die INKW ausgearbeitet hat, aber da kann man sich sicherlich auch trefflich drüber streiten. Zweiter Punkt in den Bereichen, wo ich mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften zu tun hatte, das war vor allem der Bereich Wohnungen für Flüchtlinge, ist mir einfach aufgefallen, dass es im Senat kaum den Willen gibt, sich mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in irgendeiner Form anzulegen, um sinnvolle Ziele zu erreichen, wenn das nicht für das betreffende Senatsressort irgendwie von sich aus eine absolute Top-Priorität ist. Daraus habe ich jetzt erstmal geschlossen, dass diese Wohnungsbaugesellschaften sehr autonom sind. Das kann man zwar gut finden, aber wenn es dann eben wichtige stadtübergeordnete Ziele gibt, dann ist das halt ein Problem. Das heißt, sie sind schwer kontrollierbar. Ich fände es gut, wenn man mehr Einfluss auf diese Wohnungsbaugesellschaften nehmen könnte. Ich vermute, dass das durch die Umformung in die Anstalt öffentlichen Rechts geht, kann es aber nicht abschließend beurteilen. Ich würde mich aber dafür aussprechen, mehr in diese Richtung zu denken. Dritter Punkt, auch ohne da mich jetzt besonders tiefergehend eingelesen zu haben, habe ich die Vermutung, dass dieser Versuch, gemeinsame Tochtergesellschaften zu gründen, die dann spezielle Aufgaben übernehmen sollen, der Möglichkeit der Kontrolle dieser Anstalten öffentlichen Rechts durch die öffentliche Hand nicht unbedingt leichter machen. Also ich vermute, dass die Kontrolle über landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, in welcher Form auch immer, die dann wiederum gemeinsame Tochtergesellschaften haben,
die also nicht direkt berichterstattungspflichtig sind, sondern dann wieder nur indirekt, das Ganze eher schwieriger macht. Aber auch da müsste ich mir noch ein abschließendes Urteil bilden. Die Redeliste ist Wolfram, Gerwald, Alexander Spieß, Olli, Heiko, Pavel. Und dann ist sie auch zu Ende. Ist ja noch ganz schön lang. Also als Sozialismus-Erfahrener möchte ich dem Sozialismus hier jetzt... Das war kein Sozialismus. ...nach dem Munde reden. Aber trotzdem nach den hier für das Wohneigentum so heftig gesprochen wurde... muss ich auch noch mal einwerfen, es gibt dort eine wissenschaftliche Studie dazu, die zwischen dem Arbeitsmarkt und der Wohneigentumsquote eine Korrelation feststellt. Und die sieht eigentlich so aus, dass der Arbeitsmarkt sehr viel schlechter funktioniert in Gegenden, wo die Wohneigentumsquote sehr hoch ist. Bei Interesse könnte ich das auch nochmal raussuchen. Ich habe das irgendwo noch auf einer Festplatte rumliegen, habe ich jetzt leider hier spontan als Quellenangabe nicht verfügbar, aber das hat also auch was mit der Mobilität der Arbeitnehmer dann zu tun. Das ist so in die Richtung, in die das geht. Also das Wohneigentum ist auch nicht die Lösung jeden Problems und auch das sollte man bei der Frage Mieten oder Eigentum durchaus bedenken. Das wollte ich dazu noch mal einwerfen. Gerald. Ja, Wolfgang hat es ein bisschen vorweggenommen, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, wenn ich jetzt mal im 60 Quadratmeter Bereich mit einer Eigentumswohnung suche, die einigermaßen brauchbar liegt und auch sonst sie nicht gerade jetzt super schick oder super abgeranzt ist, dann liegt sie bei 150.000 Euro, die ich irgendwo finanziert bekommen muss. So, und wenn ich mir dann anschaue, wie die heutigen Beschäftigungsverhältnisse so strukturiert sind, da habe ich für, sagen wir mal, 20, 30 Jahre Kreditlaufzeit, die so üblich ist bei den Summen, große Probleme, das in Verbindung zu bringen. Ich habe halt nicht mal wie früher vor 20, 30 Jahren die sicheren Arbeitsplätze. Ich bin heute morgen da und auch nicht in derselben Stadt. Das ist auch so ein Punkt, wenn man meint, man könnte ja dann pendeln und das weiter irgendwie finanzieren. Das ist alles sozusagen, der Arbeitsmarkt ist in diesem Punkt komplett kontra, also genau diametral entgegengesetzt zu dem, was sozusagen der Wunsch impliziert, ich fördere Eigentum. Man kommt gar nicht dazu. Und dann komme ich auch noch auf den Punkt, wer verdient denn genügend Geld, um sich so eine Summe von der Bank geliehen zu bekommen? Das ist das nächste Problem, was hier ganz eben mal unterm Tisch fallen gelassen wird. Ich habe zugehört, ja, und es kriegt nicht jeder Mensch hier in Berlin einfach mal so 150.000 Taler geliehen. So, das ist ein Punkt, das ist ein Fakt, und da müssen wir auch mit klarkommen. Das finde ich auch ein bisschen sozusagen etwas herablassend argumentiert. Ja, das kriegt man ja so einfach geliefert, auch ein Fonds, der irgendwo von der öffentlichen Hand dafür hergestellt wird, der braucht auch Sicherheiten, die verlangen noch viel mehr Sicherheiten, als man das so auf dem freien Markt so kennt. Wie gesagt, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das denkt. Und es wäre ja auch in diesem Land anders, wenn es denn entsprechend positiver aus Sicht dessen, der das Geld braucht und sich eine Eigentumsgeschichte leisten möchte, gestaltet wäre. Wie gesagt, das ist jeder, der sozusagen, ich sag mal so zu meiner Zeit, als ich angefangen habe mit der Berufstätigkeit, war das ja noch irgendwo, sich sozusagen einen Bausparvertrag zu holen. Das ist ja auch ein überholtes Konzept, aber da hat man es ja mal versucht. Und wie teuer eigentlich Bausparkredite sind, das weiß auch jeder. Das ist also überall der Punkt. Man hat es zwar versucht, aber die bisherigen Modelle, die man in diesem Zusammenhang sozusagen lanciert hat und gefördert hat, haben nicht wirklich dazu beigetragen, dass die Menschen was Eigenes kaufen. Und dann kommt noch hinzu, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, eine Mietwohnung, die ich gemietet habe, die kann ich auch mal verlassen, wenn mir die Nachbarn auf den Keks gehen. Solche Fälle gibt es auch. Und ich kann euch durchaus berichten, wenn ihr das gerne möchtet, jetzt nicht hier und heute, wie sich Eigentümergemeinschaften, das sind sozusagen die Gemeinschaften aus Eigentumswohnungen in einem großen Wohnhaus, wie die sich teilweise bis aufs Messer bekämpfen vor Gericht und alles. Da hat man noch nicht mal eine Chance, da irgendwie Luft reinzukriegen. Das darf man auch nicht vergessen,
da auch ein gewisses Konfliktpotenzial drin ist, weil man hat sozusagen sein ganzes Geld, was man gehabt hat, investiert und hat überhaupt keinen Raum wegzugehen. Also das ist auch so ein Punkt, der hier mit einfließt. Deswegen wollen halt viele Menschen das sogenannte Häuschen im Grünen haben. Wozu das dann führt, die Politik haben wir auch durchgeführt und sehen Sie, führt zu Zersiedelung. Also man muss das im Gesamtkontext, ich komme auch zum Ende, sonst wird es zu weit, aber ich sage mal, es ist nicht so einfach, wie von Pavel und Alexander skizziert wurde, dass man so einfach das Geld geliehen bekommt und dann hat man was Eigenes. Es hat nicht nur Vorteile, auch Nachteile, ich muss auch das Arbeitsverhältnis dazu betrachten. Das ist heutzutage eben nicht mehr so gesichert, wie das mal gewesen ist. Vielen Dank, Gerwald. Dann ist jetzt Alexander Spieß dran. Ja, ich weiß. Also Tatsache ist, dass eben die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, Wohnbauförderung und so weiter in Berlin ein nach wie vor ungelöstes Problem ist. Das heißt, es liegen sehr, sehr viele Vorschläge und Konzepte vor, aber keiner kann wirklich sagen, was funktioniert. Insofern ist es gut, wenn wir darüber auch diskutieren. Ich sage eben dazu immer nur, was Wohneigentum oder Mieten angeht. Es ist tatsächlich so, wie Pavel und Alexander das auch gesagt haben, international ist der beste Schutz vor Wohnungsverlust das Wohneigentum. Das wird auch in den meisten europäischen Ländern in der Welt so praktiziert. Allerdings gibt es da eben eine jahrelange Kultur, die auch solche Probleme löst wie Flexibilität am Arbeitsmarkt und so weiter. Die haben wir in Deutschland nicht. Insofern ist tatsächlich auch die Politik, das in Deutschland einzuführen, in den letzten 30, 40 Jahren immer wieder gescheitert, auch weil es eben diese Kultur nicht gibt. Insofern müssten wir uns realistischerweise stärker darauf einstellen, dass wir eben auch gerade in Berlin vorrangig noch eine Mieterstadt sind. Und neben der Prüfung dieses Gesetzesvorschlags, ich kenne ihn nicht, kann dazu nichts sagen, also so oft, dass ich jetzt auch nicht an die Decke springe bei dem, was ich gehört habe, sollte man sich vielleicht intensiver die Wohnbauförderung in Wien ansehen. Wien hat gerade das Siegel der Metropole mit dem höchsten Lebensstandard bekommen und dort funktioniert das mit der sozialen Wohnraumversorgung wirklich ausgezeichnet und vielleicht kann man ja auch in Berlin von Wien lernen. Vielen Dank. Der Olli. So, also an der Stelle würde ich gern weniger deutsche Statistiken benutzen, denn da ist immer die Frage, was ist Ursache, was ist Effekt? Dass natürlich Menschen mit Wohneigentum entsprechend seltener wohnungslos werden, mag halt auch daran liegen, dass Wohneigentum meistens bei den Menschen vorhanden ist, die es sich leisten können, Wohneigentum zu haben. Da sind in den meisten Fällen eben auch schon ganz andere Eigentums- bzw. Einkommensverhältnisse da. Und der Hartz-IV-Familie irgendwie die Möglichkeit zu geben, Eigentum zu erwerben, ja, ist sicherlich eine schöne Möglichkeit, findet aber momentan auch nicht statt. Dass man da ebenfalls ran muss, ist unbenommen. Ich bin da auch sehr offen, beziehungsweise versuche da auch weiterhin Möglichkeiten zu finden, das genossenschaftliche Wohnen zum Beispiel weiterhin voranzubringen, wo man ja im Grunde genommen zwar faktisch mietet, aber Mitglied einer Genossenschaft ist und somit ja schon auch Teil dieser Eigentümerschaft. So. Es ist nicht die Lösung, Alexander. Ich halte es auch für äußerst unwahrscheinlich, dass die Überwindung des kapitalistischen Systems durch Mietenpolitik möglich sein wird, also zumindest ausschließlich durch Mietenpolitik. Da werden wir an vielen anderen Stellschrauben und vor allem in vielen anderen Metiers noch wesentlich mehr Arbeit leisten müssen. Wie gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass das an der Stelle möglich ist. Dazu muss halt auch noch gesagt werden, dass die momentan vorherrschenden Lebensmodelle bzw. die momentan vorherrschenden Wohnmodelle tatsächlich in, sagen wir mal, sogar mehr als der Hälfte aller Fälle freiwillig gewählt ist. Denn
Auf der einen Seite haben wir zwar das Bedürfnis, mobil zu sein, tatsächlich schneller umziehen zu können und deswegen sich nicht an Wohneigentum binden zu wollen, aber es gibt halt auch genug Leute, wie bereits erwähnt, die es sich nach den bisherigen Möglichkeiten halt einfach nicht leisten können. Ich setze mich mit euch aber auch gerne zusammen und entwickle die entsprechenden Fördermöglichkeiten. Wie gesagt, genossenschaftliches Wohnen ist ein absolut machbares Prinzip, das nur durch die entsprechenden Fördermöglichkeiten ein bisschen attraktiver und dann eben auch größer gemacht werden muss. Ja, lassen wir es. Auf der Gott sei Dank geschlossenen Redeliste stehen jetzt noch Heiko und dann Pavel. Nee, ich wollte eigentlich auf Fabio antworten. Ich gehe mal davon aus, Pavel wollte das auch machen. Was hat er denn gesagt? Dass wir im Prinzip keinen Einfluss auf die derzeitigen Wohnungsbauunternehmen, also die städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben und dass wir das in Anstalt öffentlichen Rechts mehr hätten als jetzt. Was nicht so, also das stimmt so nicht. Wir haben massiven Einfluss. Wir können die kompletten Strategien von diesen Unternehmen bestimmen. Also der große Vorteil, warum, dass sie so privat organisiert sind, wie sie jetzt gerade organisiert ist, liegt halt vor allen Dingen daran, dass sie auf dem Wohnungsmarkt überhaupt reagieren könnten, wenn wir ihnen sagen, sie sollten das auch tun. Das Problem ist, dass wir ihnen jahrelang gesagt haben, trimmt eure Unternehmen massiv auf Einnahmen. Wir wollen so viel Einnahmen wie möglich haben. Ihr müsst Einnahmen produzieren. Einnahmen, 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 Einnahmen. Das ist halt, wenn du der Gesellschafter bist und du sagst deinen Geschäftsführern Einnahmen, 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 dann machen die auch Einnahmen. Wenn du denen sagst, am Ende muss null rauskommen, ist uns egal, ihr müsst keine Einnahmen produzieren, dann können die mit ihren Mieten auch runtergehen. Warum die mit ihren Mieten nicht runtergehen, ist zum Beispiel, die zahlen immer noch Darlehen ab, auf die könnten wir verzichten, dann könnten die mit ihren Mieten runtergehen. Wir verlangen immer noch von den Wohnungsbaugesellschaften, dass sie an den Haushalt Geld abführen, könnten wir auch darauf verzichten und ähnliche Sachen. Das sind halt alles solche Sachen. Ein anderer Punkt zum Beispiel ist, wir gehen in jeden einzelnen Verkauf von diesen Unternehmen mit rein. Im Vermögensausschuss, jede blöde Wohnung, die einem zum Beispiel an den Mieter verkauft wird, es kommt zum Beispiel auch vor, dass landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, die haben über Jahre hinweg zum Teil auch, also sie haben sogar in diese Zersiedlungspolitik mit eingegriffen, weil man damals in der Politik gesagt hat, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sollen zum Beispiel in Brandenburg Einfamilienhäusersiedlungen bauen. Und dann haben die halt in Brandenburg Einfamilienhäusersiedlungen gebaut, weil das hat man denen gesagt, die sollen das tun. Die hat man auch für den Verkauf angelegt. Die waren niemals dafür gedacht, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften die dann behalten, sondern die städtischen sollten das da halt irgendwo am Stadtrand irgendwo Einfamilienhaussiedlungen bauen und dann an die Leute weiterverkaufen. Und weil da noch die letzten Abverkäufe sind, entscheiden wir jetzt zurzeit im Vermögensausschuss darüber, ob derjenige, der da schon seit Ewigkeiten drin wohnt und schon seit Anfang an das Recht dazu hat, das Zeug zu kaufen, das jetzt auch dann kaufen darf. Oder zum Beispiel, wenn eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die ihren Großteil aller ihrer Wohnungen in einem bestimmten Gebiet der Stadt hat, aber durch irgendwie noch aus irgendwelchen Zeiten oder was weiß ich was, eine einzelne Wohnung in irgendeinem großen Mietshaus irgendwo am anderen Ende der Stadt hat, dann ist es blödsinnig, dass dieses Unternehmen das hat, weil die das nämlich dann an der Stelle dann das alles verwalten muss und ähnliches, da ist es sinnvoller, diese einzelnen Wohnungen dann entweder an eine andere städtische Wohnungsbaugesellschaft abzugeben oder an die Privaten, die dort die restlichen Wohneinheiten haben und sowas. Aber die komplette Kontrolle über die Unternehmen haben wir. Wir müssen sie nur wahrnehmen. Und das Problem ist wieder mal, dass der Senat, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, einfach keine Entscheidungen trifft, dass die Regierungskoalition keine Entscheidungen trifft, dass sie nicht bereit ist, Geld auszugeben. Obwohl wir mittlerweile Millionen Überschüsse haben, sogar Milliarden Überschüsse in diesem Land, und sie einfach nicht bereit sind, das Geld, was nötig ist, in diese wachsende Stadt zu investieren. Sie sagen immer, wachsende Stadt, da muss investiert werden. Sie tun es aber einfach nicht. Und dann diesen gesamten Unternehmen, die wir im Land Berlin haben, auch die Anweisungen zu geben, das dann auch umzusetzen, das tun sie nicht. Die sitzen in allen, wir sitzen überall in den Ausschussgremien und ähnliches. Also wir nicht, weil wir zu klein sind als Fraktion, aber zum Beispiel die Grünen und die Linken spielen da überall mit. Die machen da auch überall mit. Das ist nicht so, dass die so irgendwie die liebe Opposition sind. Nee, die Linken haben da seit 10 Jahren in der Regierung mitgespielt. Die Grünen sitzen als größte Oppositionsfraktion auch dauernd in allen möglichen Ausschüssen. Und die spielen da auch überall alle mit. Die wissen, dass da auch alles abläuft. Aber jetzt kommt wieder mal so ein Volksbegehren und da schließen sie sich dann mal an. Da haben sie ja quasi die Menge hinter sich und ähnliches. So. Das ist eigentlich von den 4 anderen Fraktionen ein verlogenes Pack hier. Weil die Unternehmen und ähnliches, also das Land Berlin hat die Möglichkeiten und völlig losgelöst, was in dem Gesetzesvorschlag drin steht, wir haben
sau viel von dem, was da drin steht, können wir sowieso machen. Da brauchen wir keinen Gesetzesvorschlag. Wir könnten viele Probleme lösen und bräuchten wahrscheinlich nichts. Also wir bräuchten das Gesetz einfach nicht, wenn wir uns einfach nur um die Probleme kümmern würden, die da sind. Punkt aus Ende. Pavel, wie willst du den Kapitalismus abschaffen? Nee, ich wollte eigentlich nur, auch wieder schade, dass Fabio nicht da ist, aber ich glaube, das ist doch eine Information, die vielleicht von allgemeinem Interesse ist, nämlich Thema Flüchtlinge, wo ich auch mit den Wohnungsbaugesellschaften einigen drüber geredet habe. Und da ist die Haltung einfach folgende, sagen, ja, so, es ist ein Problem, an jemanden zu vermieten, der keinen Aufenthaltsstatus hat, der sozusagen jederzeit, ja, sagen, für einen Monat oder für zwei Monate eine Wohnung oder für auf kurze, unbestimmte Zeit Wohnungen zu vermieten, das ist nicht irgendwie das, was Wohnungsbaugesellschaften gut handeln können. Sagen, gut, jetzt gäbe es die Möglichkeit, die Wohnungen an einen, ich sag mal, Träger Flüchtlingshilfe, der dann, ich sag mal, Flüchtlingswohnungen eben kurzzeitig zur Verfügung stellt. Da sagen die Wohnungsbaugesellschaften aber auch, sie möchten einfach lieber direkt mit ihren Mietern in ein Mietverhältnis eintreten und nicht irgendwie Gewerbevermietung machen an der Stelle, sondern da sollen die Träger sich, ich sag mal, selber eigene Wohnungen besorgen. So, das ist so ein bisschen halt das Dilemma bei der. Sie haben gesagt, sie haben keine Probleme damit, sondern im Gegenteil, sie stellen halt auch in dem Moment, wo ein Flüchtling einen Aufenthaltsstatus hat, so haben sie auch keine Probleme, machen das halt auch regelmäßig, dass sie dann diese, zumindest für diese Flüchtlingsgruppen auf jeden Fall auch Wohnraum bereitstellen. Das ist vielleicht nur die Situation, sag mal, Wohnungsbaugesellschaften und Flüchtlinge. Ja, die sagen, oh, die sollen jetzt jeden Flüchtling irgendwo reinstecken, aber das ist, wie gesagt, dazu müssten sie einfach anders aufgestellt sein. Da hängen halt Prozesse dran und so. Und ja, das ist einfach der Punkt, wenn man da was dran ändern will, muss man irgendwie vielleicht andere Träger oder schaffen, aber die Wohnungsbaugesellschaften sind da halt so. Thema Flexibilität noch ganz kurz. Du kannst jederzeit da rausziehen. Ich habe auch halt auch eigene Wohnungen verlassen, spontan, ungeplant. Wenn man die zu einem fairen Preis gekauft hat, kann man da jederzeit die recht schnell vermieten und dann wird das Darlehen vom Mieter erstmal abbezahlt, bis man sie dann vielleicht weiter veräußern kann oder man kann sie verkaufen. Also es ist nicht so, dass man da jetzt dadurch unflexibel werden würde, aber der Punkt ist, es wird meiner Meinung nach, gibt es nicht irgendwie die eine Lösung für das Wohnungsproblem, sondern wir sind uns, glaube ich, auch alle einig. Es ist ein ganzes Bündel eigentlich, was man tun muss. Die landeseigenen Unternehmen spielen da sicherlich eine Rolle. Genossenschaften wurden genannt, aber eben meiner Meinung nach auch die Eigentumsförderung, gerade auch zum Beispiel in Form von Baugruppen, die sehr kostengünstig bauen können, was ich aus eigener Hand bezeugen kann. Also insofern mehrgleisig fahren und diese jetzt um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, diese Initiative dort scheint mir nicht auf Mehrgleisigkeit ausgerichtet zu sein, sondern da wird eher auf mehr so eine Monokultur errichtet oder ist das Ziel. Und genau, die andere Sache mit der einkommensabhängigen Staffelung auch, seit vermutlich Jahrzehnten oder vielleicht schon immer, aber jedenfalls seit sehr lang achten eben auch die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften darauf, eine vernünftige soziale Mischung hinzubekommen. Das ist übrigens auch der Grund, warum sie auch Eigentumswohnungen miterrichten. Jetzt auch Beispiel Mauerpark, also der Grund, warum da Eigentumswohnungen mit drin sind, ist nicht nur, weil es sich dann besser rechnet, sondern weil man eben nicht einfach, ich sag mal, soziale Brennpunktquartiere schaffen will, wo sich dann einfach bestimmte Gruppen dort ballen, sondern die Mischung ist wichtig und vor dem Hintergrund
halte ich auch dieses Volksbegehren nicht wirklich geeignet, eine vernünftige soziale Mischung an der Stelle herzustellen. So, aber ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank, Pavel. Damit ist die Redeliste nicht nur geschlossen, sondern auch erschöpft. Das gilt offensichtlich nicht nur für die Redeliste. Ich sehe keinen weiteren Besprechungspunkt unter Sonstiges. Deshalb schließe ich die Sitzung, bedanke mich. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.